Wir freuen uns über die zahlreichen Gäste, trotz des schwülwarmen Wetters draußen. Ich hoffe, es ist ja recht voll und recht eng geworden, aber ich hoffe, die Kirche bietet ein bisschen Abkühlung. Das volle Haus zeigt ja eigentlich das Interesse und die Brisanz dieses Themas. Wir haben für die Veranstaltung hier heute Abend ungefähr 2 Stunden veranschlagt. Herr Ebeling von Vernunftkraft wird eine kurze Einleitung, einen Einleitungsvortrag machen. Und danach wird Frau Ines Blum noch den Standpunkt unserer Bürgerinitiative Büro Rosenhagen-Burghagen erläutern. Ja, und dann kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends, zur Podiumsdiskussion. Wir freuen uns sehr, dass tatsächlich alle Landtagskandidaten zugesagt haben und heute hier vertreten sind. Wir freuen uns auch, dass Herr Schmidt, unser Bürgermeister, da ist und einige Ortsvorsteher aus den umliegenden Dörfern mit dazugekommen sind. Und wir freuen uns über eine sachliche, angeregte Diskussion. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich uns viel Freude und gutes Gelingen. Ja. Auch in meinem Namen möchte ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Rainer Ebeling und ich bin Vorstandsmitglied der Bundesinitiative Vernunftkraft. Ich bin selber in der Uckermark, ich komme aus der Uckermark, aus Warnemünde, bin selber Regionalrat und seit Jahren mit diesem Thema befasst. Und ich habe eben die Anfangskarte hier sozusagen. Oben links ist diese Bundesinitiative, weil natürlich auch nicht nur in Brandenburg das Problem ist, sondern wirklich jetzt bundesweit. Und gerade jetzt Baden-Württemberg und Bayern, die ja noch relativ verschont waren, da brennt die Luft, sage ich mal. Und Rettet Brandenburg ist dieser Landesverband. Rettet Brandenburg ist schon 20 Jahre fast unterwegs. Und wir haben damals auch das Volksbegehren gestartet in Brandenburg mit 45.000 Unterschriften, Windräder raus aus dem Wald und höhere Abstände zu den Häusern. Haben auch 45.000 Unterschriften gesammelt, trotz Widerstand von allen Seiten und wer das schon mal gemacht hat, weiß, was das für eine Herausforderung ist. Ohne jegliche Unterstützung, wir machen das alles ehrenamtlich. Rettet Brandenburg ist ein nicht eingetragener Verein und Vernunftkraft ist ein gemeinnütziger Verein. Ich habe ein Zeitproblem, ich versuche das runterzubrechen, ich weiß nicht, was ich weglassen soll, aber das Thema ist halt auch sehr komplex und ich schaffe es nicht tiefgründig, in jedes Thema reinzugehen. Deswegen einfach gucken und zum Schluss Fragen stellen. Titel ist Energiewende zu Ende gedacht oder man könnte auch sagen, die Sinnhaftigkeit des weiteren Windkraftausbaus. Fragezeichen. Die Wind und Sonne liegen im Moment im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie. Das heißt, es sind die Auswirkungen, wir haben ökonomische Auswirkungen und ökologische Auswirkungen. Auf den ökonomischen Teil würde ich ein bisschen intensiver eingehen und den ökologischen Teil nur kurz ansprechen. Also wir haben Auswirkungen, Mensch, Natur, Landschaft ist klar und links Wirtschaftlichkeit, Kosten. Wir fangen mit der Ökologie an. Wie umweltfreundlich ist die Windkraft? Uns wird ja immer suggeriert, dass die Windkraft sauber ist und das ist das Beste, was passieren kann. Und wenn man dann genau hinschaut und sich intensiver mit der Materie befasst, dann stellt man fest, ach naja, so ganz so ist es dann doch nicht. Das heißt, wir haben mehrere Probleme. Wir haben einmal das Thema Klimaaustrocknung. Das ist nachgewiesen, dass das lokale Klima sich durch Windkraftanlagen verändert. Das hängt mit diesen Luftschichten, die verwirbelt werden, an. Hängt damit zusammen. Und es gibt Studien sozusagen, die 0,7 Grad die Temperaturerhöhung nachweisen. Diskutiert wird jetzt im Moment groß, wie weit dieser massenhafte Ausbau das Wetter beeinflusst. Das heißt, wir haben in der Nordsee einen massiven Ausbau. Und das Helmholtz-Institut hat halt auch durch Satellitenmessungen nachgewiesen, wir haben Wirbelschleppen, die bis zu 70 Kilometer gehen und wir entziehen eben auch dem Wind und dem Wetter halt die kinetische Energie. Und irgendwo sagt man, bei diesem Ausbau kann man sich vorstellen, dass es halt auch Auswirkungen auf diese Wetterproblematik hat, dass kein Regen ankommt und so weiter. Aber da gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse, muss ich dazu sagen. Dann haben wir das Problem der Rotorblätter. Das heißt, wir haben eine Erosion, Vorderkantenerosion, bis zu 62 Kilo pro Windrad. Wenn man das hochrechnet auf Deutschland, kommt man auf einige Tonnen.
Das sind sozusagen diese Glasfaser- und Kunstfaserstoffe, Kunststoffe, Carbonfaserstoffe, die sich sozusagen überall verteilen. Und in der Antarktis wurden genau diese Partikel schon festgestellt. Natürlich wird Kohlefaser überall eingesetzt, das ist klar, aber nicht in diesem Maße. Wir reden, wie gesagt, von 1 Million rotierenden Rotorblättern weltweit. Wir haben in Deutschland 30.000 Anlagen, das sind 90.000 Rotorblätter, 65 Tonnen pro Windrad. Also 25 Tonnen ein Rotorblatt. Und da kann man sich vorstellen, was das für eine Auswirkung hat. Und diese Rotorblätter, die haben dieses Walserholz, das ist das leichteste Holz, was es gibt. Und dafür werden eben diese Tropenwälder abgeholzt, um eben massenhaft sozusagen, also 6 bis 9 Tonnen pro Windrad, die da verbaut werden. Also das sind die Schattenseiten. Und Öl natürlich, klar. Also links Havarien haben wir natürlich wie jede technische Anlage sozusagen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht verzettel. Dann haben wir natürlich die Auswirkungen auf Mensch, Natur und Landschaft. Bei Menschen das Thema Gesundheit viel diskutiert. Jetzt aktuell, Umweltbundesamt sagt, nö, da ist ja nichts, wir haben die Wirkschwelle wirklich erreicht. Aber es ist definitiv nachgewiesen, Infraschall hat Auswirkungen auf die äußeren Haarzellen. Im MRT sehen Sie, dass es nachweisbar ist, wenn der Proband mit Infraschall beschallt wird. Und eine Studie aus der Uni Mainz, ganz klar nachgewiesen, der Herzmuskel, also das ist eine Reduzierung des Muskels, wenn ich den mit Infraschall beschalle. Und das ist in der Diskussion und deswegen fordern wir auch mehr Abstände. Und das Bundesumweltamt, wie gesagt, spricht immer nur von Wahrnehmungsschwelle. Aber Infraschall, um das klar zu sagen, Sie hören Infraschall nicht. Das ist alles Frequenzen unter 20 Hertz. Wir reden von einer Wahrnehmungsschwelle. Das Problem ist natürlich jetzt zu definieren, ab wann diese Wahrnehmungsschwelle, wann wird es kritisch. Ja? Das ist halt das Problem. Aber Wirkschwelle, Entschuldigung. Wann ist diese Wirkschwelle erreicht sozusagen? Und das ist das Problem. Es gibt Untersuchungen, 20-30% der Betroffenen oder der Bevölkerung, die ein Problem damit haben, Schlaflosigkeit, Druck im Kopf, Kopfschmerzen. Und das ist auch diese Laborstudie, das wurde auch in dieser Laborstudie nachgewiesen sozusagen, in Eggebeck in Schleswig-Holstein, habe ich selber als Proband teilgenommen. Und genau diese Symptome wurden dort auch dargestellt, also nachgewiesen. Wir haben dann natürlich Auswirkungen auf die Natur. Kennen Sie sicherlich Vögel, Fledermäuse. Jetzt kommt die Windindustrie und sagt, ja, wir 3 Millionen Vögel fliegen gegen die Fensterscheibe und den Straßenverkehr. Nee, es geht um Greifvögel. Es geht um Greifvögel und das sagt auch diese Progressstudie, massenhaft Mäusebussard und Rotmilan. Und der Mäusebussard, auch wenn er nicht in der roten Liste steht, erschreckende Schlagopferzahlen. Und wenn wir diesen Ausbau so weiter betreiben, dann hat es auch Auswirkungen auf die Avifauna. Und wir haben bei den Rotmilanen gerade im Nordosten sozusagen eine stagnierende bzw. fallende Tendenz. Und das Schlimmste ist eben, das Bundesnaturschutzgesetz wurde jetzt eben für die Windkraft angepasst. Die ganzen Schutzabstände zu den geschützten Horsten, die wurden alle reduziert. Wir hatten früher beim Seeadler 6.000 Meter, beim Rotmilanen 3.000 Meter, das wurde alles reduziert, die haben alle bloß noch 500 Meter eigentlich, ne? im Schnitt. Ne? Es ist eine Katastrophe und da fehlt mir der Aufschrei der Naturschutzverbände, muss ich ganz ehrlich sagen. Und erschreckend. Was haben wir noch? Landschaft. Natürlich, klar, Landschaft ist auch ein Schutzgut und die Investoren müssen für diese geschändete Landschaft, für die geschädigte Landschaft Entschädigungen zahlen. Und ich empfehle jedem dann auch mal nicht nur ans Mittelmeer zu fahren. Fahren Sie mal durch Norddeutschland, Mecklenburg, Regnitz, Uckermark oder hoch nach Schleswig-Holstein. Es ist eine Katastrophe. Und das ist noch nicht das Ende. Das ist das Problem. Also Landschaft in dem Sinne gibt es nicht mehr. End of Landschaft, es gab einen Film, der auch hier in der Prignitz in Wittstock mal damals gezeigt wurde, der das ganze Ausmaß sozusagen auch mal darstellt. Und wir reden hier eben nicht, das ist das Problem, wir reden hier nicht über 2, 3 Windkraftanlagen. Wir reden über 20, 30 und viel mehr. Das ist dann unser Deutschland, das ist die Zukunft sozusagen. Die Karte haben wir mal vor 5 Jahren etwa angefertigt. Das waren so die Pläne, der Regionalpläne. Jeder Kreis ist ein Windfeld mit 5, 10, 20, 30 Windrädern. Und wir haben das mit einer Wirkzone dargestellt. Und diese 5 Kilometer Wirkzone, die ist nicht aus der Luft gegriffen,
sondern es gibt Sichtbarkeitsstudien sozusagen, die dann eben eine mittlere bis hohe Sichtbarkeit definieren. Und es gibt in Mecklenburg ein Beteiligungsgesetz, wo die Gemeinden bis 5 Kilometer weit kommunal beteiligt werden sollen, beziehungsweise die Bürger. Und deswegen 5 Kilometer Wirkzone um jedes Windfeld. Wissen Sie selber, wenn es 5 Kilometer weg ist, Sichtbarkeit ist da und deren Auswirkungen. Und hier vielleicht nochmal diese Besonderheit. Ich habe jetzt keinen Pointer. Sie sehen ungefähr Berlin. Und so schräg links hoch ist die Prignitz. Und ich bin aus der Uckermark. Sie haben die gleiche Problematik, nämlich wie wir bei uns waren im Uckermark, ist zusammen eine Planungsregion und oben staut sich alles. Jetzt habe ich die Prignitz nicht nachgerechnet, aber ich kann es aus der Uckermark sagen. Wir haben die Norduckermark, die Hälfte Uckermark ist mit 5% Windfläche ausgewiesen. 5%. Hinzu kommen die Rotorblätter, die nach neuem Gesetz außerhalb dieser Windflächen liegen dürfen. Und das sind ja immerhin 80 Meter Rotorfläche. Und hinzu kommen, es ist keine Ausschlussfunktion, die Gemeinden sollen und dürfen zusätzlich zu diesen Windplanungen auch noch in den Gemeinden planen. Also das heißt, am Ende bin ich bei 8%. Wir haben in der Uckermark Amtsgemeinden mit 10% ausgewiesener Windfläche. Und das müssen wir mal einmal erklären. Das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und deswegen vergleiche ich auch diese Gebiete. Sie sehen oben rechts die Uckermark und links rüber, er ist halt die Prignitz. Da sehen Sie schon, wie alles voll ist. Die Planungen sind 5 Jahre alt, nicht mehr ganz auf der Takte sind. Ich würde jetzt ganz gerne zum ökonomischen Teil kommen. Ja, wo stehen wir denn eigentlich? Sie hören ja jeden Tag in der Zeitung, in den Medien, Google-Meldungen und so weiter. Wir haben jetzt aktuell die Stromerzeugung für 2023 ausgesucht. Muss man sich auch selber erstellen. Sie finden diese Grafiken auch nicht im Internet. Und wir haben 47% erneuerbare Energie. 2023, also 50% schwört immer so drauf. Davon sind 36% Wind und Sonne. Und das ist die Besonderheit. 36% Wind und Sonne, die nicht immer zur Verfügung stehen. Das ist genau der Knackpunkt. Und Fachleute haben schon vor 20 Jahren gesagt, Wind und Sonne, diesen Zappelstrom, die sagen Zappelstrom, weil er immer nicht da ist, der lässt sich maximal zu 30% in dieses Stromsystem integrieren. Ab dann wird es schwierig. Und dann, ab dann wird es kompliziert. Und genau diesen Zustand haben wir jetzt erreicht. Wir haben jetzt 36% Wind und Sonne, 36% Zappelstrom und unser Stromsystem ist dabei zu kollabieren. Wir wollen aber nicht nur Strom, Strom ist ja nur ein Teil. Wir wollen ja Gesamtenergie, soll ja alles umgestellt werden. Heizung, Autos, Verkehr. Und da liegen wir, sind jetzt von 2021, bei 3,5% die Windkraft der Anteil. Aktuell irgendwas bei über 4% gewesen. Also ist jetzt noch ein bisschen höher sozusagen. 4% und bei Photovoltaik 1,6%, vielleicht sind es 1,8, 2% aktuell, ganz aktuelle Zahlen habe ich nicht. Und das bei 30.000 Windkraftanlagen und bei 3 Millionen Solaranlagen. Gesamtenergie, damit Sie mal sehen, wo wir eigentlich stehen und wo die Reise eigentlich hingehen soll. Theoretisch. Ja. Es ist lächerlich, muss ich sagen. Ja? 4% Windkraft, es ist lächerlich. Bei dieser Verschandelung, wir haben in Brandenburg 4.000 Windräder. Alles nur rechnerisch. Wird ja auch immer so in den Medien, so und so viel Leistung und das bringen die Windräder sozusagen. Alles nur rechnerisch. Und Sie sehen diese Lastganglinie von diesen Windkraftanlagen, Sie sehen, wie das hoch und runter geht. Die haben ganz starke Spitzen und dann geht es wieder runter. Und ich sage immer, das müsste dann auch in den Grafiken da anders dargestellt werden. Also rechts Wind und Sonne sozusagen gestrichelt. Weil ich kann Wind und Sonne nicht vergleichen mit normalen, konventionellen Energieträgern. Das gleiche nochmal auf die Jahre, das ist der Ausbau bis 2019. Hier haben Sie wieder diese Lastganglinien, und grün ist Offshore, ist ja auch zusätzlich ausgebaut worden. Es ändert sich nichts. Oben, der rote Strich, ist die installierte Leistung. Ja? Und die installierte Leistung ist ein extremer Unterschied zwischen dem, was wirklich rauskommt. Und die installierte Leistung wird in der Regel nie erreicht. Noch gravierender ist es, wenn man jetzt Wind und Sonne dazu nimmt. Auch oben wieder die installierte Leistung von Wind und Sonne und unten diese Zacken, das ist dann Wind und Sonne. Gelb ist Solarenergie und blau ist halt Windkraft. Und Sie haben immer diese steilen Peaks sozusagen. So,
Jetzt haben wir das mal runtergebrochen auf einen Monat. Eigentlich sehr wichtig, diese Grafik. Das Braune ist der Verbrauch deutschlandweit, was Strom, wir reden nur über Strom, was Strom verbraucht wird. Sie sehen die Wochenenden, sondern am Sonntag geht der Stromverbrauch ein bisschen runter und unten Wind und Sonne. Das ist vom März 2024. Und Sie sehen, trotz dieses massenhaften Ausbaus haben Sie riesige Stromlücken. Das sind diese Residuallast sozusagen. Diese Grafik merken Sie sich mal bitte. Es ist von 2024 und wir haben enorme Stromlücken trotz massiven Ausbaus. Das ist eigentlich das Grundproblem dieser ganzen Energiewende-Politik. Ziele, die wollen jetzt ausbauen, soll ja dreimal ausgebaut werden, dreifache Windkraftanlagen, also noch eine Leistung. Und dann sehen Sie, was passiert, diese Lücken bleiben. An den Lücken ändert sich nichts. Ich erreiche nur die steilen Peaks, die schießen oben über diesen Verbrauch. Und das erleben wir jetzt, das fängt jetzt an, wir können es nicht mehr sinnvoll verwenden. Es gibt keine vernünftige, sinnvolle Verwendung, bezahlbare, muss man dazu sagen, es ist ja immer eine Kostenfrage, wo wir sozusagen diese Spitzen sozusagen verwenden können. Und wie gesagt, diese Lücken bleiben. Das ist das Grundproblem eigentlich dieser ganzen Energiewende-Problematik. Dann heißt es immer, ja, Europa, das europamäßig gleicht sich das aus. Also wenn wir zu wenig Wind haben, dann hat vielleicht Polen, Dänemark und so weiter. Nee, eben nicht. Weil wenn es ein Ausgleich stattfindet, dann überkontinental. Ja? Aber nicht in Europa. Das sind alle europäischen Daten von Windkraftanlagen mal aufgezeichnet. Von Polen, Belgien, Frankreich und so weiter, Dänemark. Plus das nochmal eine andere Grafik, nochmal eine andere Darstellung, um Ihnen nochmal zu vermitteln, wo wir stehen. Das sind geschätzte Werte, das muss ich dazu sagen. Das ist der Gesamtenergieverbrauch geschätzt, weil ich habe keine Zahlen gefunden, also es gibt keine Daten dazu. Und unten 30.000 Windräder und die ganzen Solaranlagen, wie hoch der Anteil am Gesamtenergieverbrauch, muss man das jetzt so im Bild haben, sozusagen, wo wir stehen eigentlich. Ja. So. Und was machen wir im Moment? Wir bauen eine Dreifachstruktur auf. Ich habe das mal links, das ist die regelbare Energie. Dann haben Sie, blau ist wieder Windkraft und gelb ist Solar. Nehmen wir mal das in die rechten, in die mittlere Balkenserie sozusagen. Und wir haben da 74,77, das ist der Verbrauch an Strom, nur Strom rede ich. Weil der Stromverbrauch schwankt zwischen 40 und 80 Gigawatt. So, und das ist der aktuelle Stand, was wir haben. Wir haben einmal die konventionellen Kraftwerke, die wir nicht abschalten können, auf die wir nicht verzichten können. Wir haben die Windkraft, gleiche bei 75 Gigawatt installierte Leistung. Und Solar ist sogar noch drüber weg, die sind über 80, 85 Gigawatt Solarleistung installiert. Und was hilft uns das? Auf der rechten Seite sehen Sie das, was rauskommt. Das ist die Strommenge, die daraus resultiert. Bei der regelbaren Energie habe ich fast 100%, also 90%, 95%. Und Windkraft sehen Sie, wie das runtergeht und Solar noch weiter. Das ist die installierte Leistung und rechts ist das Ergebnis, was wirklich rauskommt. Und es ist eben wetterabhängig, klar, im Winter zu mehr Windkraft, also es wird stürmischer. Und im Sommer haben wir halt Sonne. Aber nachts auch immer noch nicht. Also nachts scheint immer nicht. Das Problem ist an der ganzen Geschichte, man kann ja alles machen, alles gut. Aber eine Dreifachstruktur kostet eben dreifach Ressourcen. Also wir haben enormen Ressourcenverbrauch. Kupfer, Lithium, was wir alles brauchen. Und Kosten natürlich. Ich habe dreifache Kosten. Ja? Das bezahlen wir ja letztendlich. Deswegen ist ja auch der Strom, hängt ja mit den Strompreisen zusammen. Ja? So. Sie erinnern sich, diese Residuallast, diese Lücken, die wir da haben, die müssten wir ja irgendwo füllen. Und das ist ja das, was jetzt angestrebt wird. Es sollen Gaskraftwerke gebaut werden. Wenn Wind, Sonne nicht da ist, Gaskraftwerk hoch, wenn Wind da ist, Gaskraftwerk runter. Geht mal an, hoch und runter. Wie so ein Wasserkocher, an, aus, an, aus. Kann man machen, aber richtig Speicher, Langzeitspeicher gibt es nicht. Wir müssen wirklich, das ist ein Beispiel, fast zwei Wochen, wirklich absolute Flaute. Das, also von wegen Wind weht immer. Wir haben wirklich zwei Wochen fast absolute Flaute. Und hier eine Hertie-Studie hat 9 Wochen Energiedefizit müssten wir mit Speichern ausgleichen. 9 Wochen. Wissen Sie, wie groß der Speicher sein muss?
kann man nicht bezahlen. Also das IFO-Institut hat es mal ausgerechnet, ich glaube 300 Punkt Speicherkraftwerke, so in den Größenordnung. Und ich bin immer nur noch beim Strom. Immer nur noch Strom. Damit Sie die Dimensionen mal begreifen, ist mir wichtig. Ja? Und daran scheitert letztendlich auch die Energiewende, weil diese Speicher im Moment absehbar nicht, es ist ressourcen- und kostenmäßig überhaupt nicht darstellbar. So, bloß noch mal ein Beispiel. Wetterbedingtes Totalversagen. Also selbst bei der Windkraft geht das wirklich fast bis auf Null. Solar ist klar, geht auf Null, nachts scheint die Sonne, aber selbst Windkraft geht fast bis auf Null. 0,04% der installierten Leistung. So, dann habe ich immer wieder beim Speicher, das ist ja jetzt, was auch wieder vorangetrieben wird, Wasserstoffstrategie, sollen ja überall Elektrolyseure gebaut werden und Wasserstoff soll es so richten, sozusagen. Und das Problem ist, ja, von was sollen denn die Elektrolyseure betrieben werden? Deswegen habe ich diese Flautezeiten mal rausgesucht. Flaute, Flaute, Flaute. Und sie haben an 132 Tagen unter 5% der installierten Leistung. Wo soll denn der Strom herkommen für diese Elektrolyseure? Und dann haben sie das Problem, dass die ja auch nicht laufen. Also die laufen ja, die können ja gar nicht, die laufen nicht durch, jedenfalls nicht mit Wind und Sonne. Wie wollen sie es machen? Ich hatte vor 4 Wochen Termin, war das Wirtschaftsministerium bei uns da in der Ockermark. Die gehen gar nicht auf, die rechnen immer bilanziell. Die rechnen immer bilanziell. Ich sage, es hilft ihnen doch gar nicht, wenn sie bilanziell so und so viele Kilowattstunden oder Terawattstunden da produzieren können. Wir brauchen diese Werte müssen damit rein. Und dann werden sie feststellen, dass die Elektrolyseure halt wirklich bloß ein paar Stunden laufen. Das sind nämlich immer nur die Spitzen, was ich am Anfang gezeigt habe. Kommen wir zum Volkswirtschaftlichen. Schaden. Das ist also auch nochmal spannend, das ist auch der Ist-Zustand. Das muss ich Ihnen das erklären. Blau ist Windkraft, gelb ist Solar, die Solarschichten. Und unten, das braune, ist der Export und dieser kleine grüne Doppel ist der Import. Das heißt, immer wenn wir viel Windkraft haben, exportieren wir den Strom. Und wenn wir wenig Windkraft haben, reicht es nicht, dann müssen wir den importieren. Und man kann, wenn wir durchweg gucken, also man kann wirklich sagen, ein Drittel des Windstromes exportieren wir. Weil wir ihn gar nicht gehandelt kriegen, weil wir keine Verwendung haben auf welche Sachen. Und dann ist das Problem, dass die Nachbarn sich freuen. Oben haben sie die Preisskala an der Strombörse. Der Strom wird gehandelt in Leipzig. Und da sehen Sie das. Da 30 Euro die Megawattstunde, das ist oben rechts die Skala sozusagen. Das ist so der normale Preis. Und wenn viel Windstrom ist, dann geht es unter den Keller und geht sogar in den Minusbereich. Und das ist das, vielleicht haben Sie es ja schon gelesen, das heißt, wir geben noch Geld dazu, damit wir diesen Strom loswerden. Weil die Strompreise in den Keller gehen, die gehen in den Minusbereich. Das ist wie wenn Sie zum Bäcker gehen und der Bäcker sagt, ach, lass es mal, ich gebe Ihnen noch 5 Euro, wenn Sie die 10 Brötchen nehmen. Ja. Also ich hoffe, dass Sie die Grafik verstehen. Ja, das ist mir halt ganz wichtig. Jetzt nochmal zu den Kosten ganz kurz. Das ist jetzt der Monat Juli 2024. An der Strombörse wird der Strom gehandelt, diesen Verkaufserlös sozusagen. Und Sie haben Kauf, also was der Strom kostet sozusagen, mit diesen EEG-Kosten. Weil der Strompreis von Windkraft ist ja noch gesichert. Nicht irgendwas bei 7,5, 7,9, der gesicherte Strompreis für Windkraft. Und das hat uns eben im Juli 1,8 Milliarden Euro gekostet. Nur ein Monat. Also fast 1,9 Milliarden Euro hat uns das gekostet. Ein Monat. Dann haben wir was zusätzliche Probleme bereitet, sozusagen sind diese Redispatch-Maßnahmen. Das heißt, das sind diese Eingriffsmaßnahmen, um dieses Stromnetz stabil zu halten. Das heißt, Redispatch gab es vorher schon. Das sind Erhaltungsmaßnahmen, die bezahlt werden müssen, damit dieses Stromnetz stabil ist. Und das sind halt auch diese Abschaltungen, wenn Windräder abgeschaltet werden, weil zu viel ist, kriegen sie es halt auch über dieses Redispatch sozusagen bezahlt und finanziert. Und wir haben 2022 10.000 Eingriffe. Also 10.000 Mal müssen die eingreifen. Und Sie sehen auch, dass das mit diesem steigenden Windkraftausbau korreliert. Das Blaue ist wieder die Windkraft und das Rote sind die Redispatch-Maßnahmen. Und je mehr Windkraft wir haben und je höher steigen diese Redispatch-Maßnahmen. Ja? Also es ist korreliert mit allen anderen. Dann zu den Kosten nochmal.
genau diese Engpassmanagement nennt man sich ja, wenn man vergleicht mit Frankreich, mit anderen Ländern, wie machen es andere Länder? Frankreich ist das Rote, das sehen Sie unten gar nicht fast. Das sind die Kosten in Frankreich. Ja. Und wir haben 2022 auf 4 Milliarden Euro und die Prognose für 2026 sagt 6,5 Milliarden Euro. Wenn das Stromsystem so, wenn es jetzt so bleibt, die Bedingungen. Ja. Das ist, so wird die Entwicklung hingehen. Je mehr Zackenstrom ich zubaue, umso schwieriger ist es und je mehr kostet es. Ja. Hier nochmal, das sind nochmal die Preise, die Tage, wo der Wert den Minusbereich an der Strombörse erreicht. Das heißt unter Null. Ich habe Ihnen vorhin diese Strombörse, diese Zahl gesagt, 30 Euro die Megawattstunde, ist so der Schnitt, 30 bis 40. Und das sind die Tage, wo es im Keller geht, wo sie sozusagen zuzahlen. Und Sie sehen, wie das ist unten die Zahl, also wie das zunimmt sozusagen. Also in der Summe bis jetzt, ja, ist noch nicht vorbei, sind es jetzt schon 21 Tage, wo wir Geld zugezahlt haben an der Strombörse. Oder sozusagen Minusverlust. Dann haben wir diese Jubelmeldung. Und das muss ich sagen, das ärgert mich schon lange. Also wer sich ein bisschen damit befasst, muss ich sagen, intensiver befasst, das ärgert mich wirklich auch maßlos, muss ich sagen. Da werden wahrscheinlich Pressemitteilungen, wenn der keine Windfarben hat, 1 zu 1 abgedruckt. Skandinavien wird zur grünen Batterie. Ja, Skandinavien hat Wasserkraftwerke. Ja, Skandinavien hat Wasserkraftwerke. Wir brauchen aber Pumpspeicherkraftwerke, um diesen Strom zu speichern. Hilft uns eigentlich gar nicht. Und dann natürlich, kennen Sie sicherlich auch, so zu viele Windräder installiert und so viele Haushalte können versorgt werden. Nein, können es eben nicht. Diese Windräder können nicht ein Haushalt, wenn man es so genau nimmt, versorgen, weil sie eben diese Fehlzeiten haben, diese Residuallast, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, und es dafür keine vernünftige Lösung gibt und auch nicht absehbar wird. Also dieser Satz, so und so viele Haushalte können versorgt werden, ist immer nur bilanziell und nur rechnerisch. Und dieses Adjektiv rechnerisch ist so elementar. Hier nochmal ganz kurz eine andere Grafik zwischen installierter Leistung und was uns ankommt, also ohne die installierte Leistung, der blaue Strich und der rote Strich ist das, was sozusagen eingespeist wurde aus diesen Anlagen. Liegt zwischen 16% und 20% der installierten Leistung, also Sie können sagen, 20% der installierten Leistung steht Ihnen nur zur Verfügung und auch spannend, Sie haben von Jahr zu Jahr dramatische Unterschiede. Sie haben vom ersten Quartal 2020 zu 2021 eine Reduzierung um 32%. 32% weniger Strom, also 32% weniger Wind, 32% weniger Strom. Und die müssen Sie auch woher holen? Wo holen Sie die her? Ja? Wir haben in Deutschland, ich will Sie jetzt nicht mit Zahlen so verwirren, sage ich mal 500-600 Terawattstunden, sage ich mal. Und dann sind einfach mal 200 Terawattstunden nicht da. Schauen wir mal. Auf CO2 will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Letztendlich ist ja diese CO2-Problematik, das ist ja der Grund, warum das ja überhaupt angestoßen wurde. Und letztendlich muss man sagen, die Reduzierung des CO2s ist von den Zertifikaten abhängig. Und je mehr Zertifikate ich im System habe, je mehr kann ausgestoßen werden. Und wenn ich Zertifikate aus dem Markt nehme, dann wird auch weniger CO2 ausgestoßen. Der Professor Weimann oder auch andere sagen ganz klar, das ist das effizienteste System, um eine CO2-Reduzierung auch durchzusetzen. Aber von mir kommt ein Aber. Das ist eine Frage der Kosten, des Geldes. Weil irgendwann funktioniert es nämlich nicht mehr. Dann sagt die Bundesnetzagentur, nee, das Kohlekraftwerk ist systemrelevant. Und wir müssen dieses CO2 ausstoßen, wenn die halt keine Maßnahmen ergreifen. Also es wird teurer und durch diese steigenden CO2-Preise, der Zertifikatspreise, wird auch der Gesamtpreis steigen. Hier ist noch mal eine Übersicht über die Anzahl der Anlagen. Das ist mal bis von 2018 sozusagen 80 Kohlekraftwerke, 120 Steinkohlekraftwerke. Kernkraft ist mittlerweile rausgeflogen und dazu im Vergleich eben rund 30.000 Windkraftanlagen.
Und ich habe das jetzt aktualisiert, unten bei Solar, sind wir aktuell bei 3 Millionen Solaranlagen. 3 Millionen Solaranlagen, das ist die Anzahl, die bei der Bundesnetzagentur registriert ist. Das ist, dass man mal ein Verhältnis auch, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, bei der Anzahl der Anlagen und was welchen Anteil ist. Rein rechnerisch. So, alles rechnerisch. Rechnen wir doch mal durch. Und jetzt die Zahlen in 2018. Kommen Sie im Schnitt nur Strom, wir sind immer nur noch beim Strom, bei 108.000 und 109.000 in Kraftanlagen und 6 Millionen Solaranlagen. Das müssen Sie aber, wir brauchen ja Speicher, müssen ja die Speicherverluste mit zurechnen. Im Endeffekt wären das für Deutschland 175.000 Anlagen. 175.000. Jetzt werden die Anlagen größer und leistungsfähiger. Okay, von mir aus reichen mal die Hälfte, reichen mal 90.000, 100.000. 90.000, 100.000 Windkraftanlagen für Deutschland und aktuell liegen wir bei 30.000 und fahren mal durch die Landschaft, was das bewirkt. Ich weiß nicht, wie man das machen würde. Und wie gesagt, nur Strom. Strom macht 22% des Gesamtenergiebedarfs aus. Da ist noch nicht mal der Gesamtenergiebedarf da drin. Ja? 100.000 Windräder für 22% des Energiebedarfs. Die Uni Schweiz, die haben es mal für Europa ausgerechnet und kommen da irgendwo auf 3 Millionen Windräder. Für Europa, wenn man das durchziehen würde, theoretisch. Hoffentlich. Also es kann auch eine Materialschlacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man nicht nachvollziehen. Bevor ich dazu komme, dann mache ich das zum Schluss. Also, viele fragen dann, die zweite Frage ist ja dann oft, viele interessieren sich dann auch gar nicht, was ist denn eure Alternative und so weiter. Und da muss ich ganz klar sagen, erstens muss man erkennen, dass Windkraft keine Alternative ist, um Deutschland gesamtenergetisch zu versorgen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist im Moment in der Forschung viele neue Sachen. Es ist eine Menge in der Entwicklung, es gibt neue Erkenntnisse. Zum Beispiel beim Wasserstoff hat man immer gesagt, der kommt natürlich nicht vor. Jetzt hat man festgestellt, doch, in der türkischen Tiefebene hat man natürlichen Wasserstoff gefunden. In Größenordnungen, die erheblich sind. Oder ein anderes Beispiel aus der Physik, die Neutrinos, hat man immer gesagt, die haben keine Masse. Jetzt hat man festgestellt, doch, die haben Masse. Masse hat was mit Energie zu tun. Wir müssen damit sagen, es gibt immer wieder neue Fortschritte. Aber eins sage ich auch, ohne Kerntechnik, in welcher Form auch immer, werden wir nicht drum herum kommen. Und aus einfachem Grund, das hat was mit Aufwand und Nutzen zu tun und das hat was mit Energiedichte zu tun. Denn die Kerntechnik hat einfach eine ganz höhere Energiedichte als alle Solarkohle- und Erdgaskraftwerke. Ja. Und ich sage, oder das ist eine Theorie von mir, nur Technologien, die eine hohe Energiedichte haben, sind auch in der Lage, Natur, Mensch und Landschaft am besten zu schützen. Weil wir brauchen weniger Ressourcen, wir haben weniger Landverbrauch. Ich habe Ihnen jetzt noch ein paar Zahlen von... Achso, ganz wichtig noch, davon habe ich eine Forderung hingelegt. Ich hoffe, dass Sie das so ein bisschen verstanden haben mit diesen Grafiken. Deswegen sagen wir auch, die Gesetze müssen zurückgedreht werden. Sie haben in den letzten Jahren im Wochenrhythmus Anpassungen der Gesetzeslage für die Windkraft gehabt. Das heißt, sie ist privilegiert, sie steht im öffentlichen Interesse und so weiter. Und dann Bundesnaturschutzgesetz massiv gekürzt und dann diese Flächenziele, diese 2%, die letztendlich vom Bund vorgegeben werden. Und das ist eine ganz klare Forderung sozusagen. Diese Gesetze müssen wirklich zurückgedreht werden. Und jetzt habe ich heute nochmal was für die Prignitz. Ja, aber das hat heute Daten rausgezogen. Das Netzgebiet der EDIS, das geht von Brandenburg bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Und die liegen in der Spitze, also dieses Netzgebiet von der EDIS, bei 2 Gigawatt. Und diese Region, also Mecklenburg und Vorpommern, hat aber schon 14 Gigawatt erneuerbare Energien installiert. Das ist der aktuelle Stand. Und ich war in Heiligengrabe, schade, dass der Kollege von der EDIS nicht dabei ist. Er kann Ihnen noch die Zahlen sagen, wie oft das hier in der Prignitz abgeregelt wurde. Und dass sie gerade eben auch in diesen besonderen Problematik hier oben den Strom überhaupt nicht mehr loswerden. Also es ist wirklich nicht... Und der Chef, der E.ON-Chef selber, Herr Birnbaum, fordert eine Abschaffung der Subventionen.
Das ist eigentlich das Problem. Das heißt, diese Technologien, die jetzt über 20 Jahre schon eine Förderung haben, die müssen sich auch am Markt bewähren. Und da müssen sich halt selber auch drum kümmern, wie sie das Speicherproblem lösen. Man könnte nicht immer bloß die Hand aufhalten und sagen, wir brauchen Fördergelder und das reicht nicht. Also, es nützt nichts, immer schneller zu rennen und immer mehr Wind- und Solarkraftanlagen zu fördern, sondern einfach mal selber denken. Und ich hoffe, Sie haben das inhaltlich verstanden, auch den Unterschied zwischen installierter Leistung, vielleicht nochmal ganz kurz, das ist immer Gigawatt. Wenn hinten H ist, das ist das, was hinten rauskommt, Gigawattstunde, das ist die Leistung. Das mal so als Mitgabe sozusagen. Und dann bin ich auch soweit durch. Ja, das kann man machen. Und zwar sind hier gebrannte Kinder aus Schönfeld. Die haben eine ganz große Anlage, 79 Stück. Ja. Und ich habe ein Feinstaubmessgerät. Ja. Wissenschaftliches. Und bei normalem Wetter, so wie heute, sind die Messwerte vom Feinstaub 20-30-fache höher als erlaubt. Ja. Kann das damit zusammenhängen? Feinstaub ist ja eigentlich, bringt man immer mit dem Straßenverkehr in Verbindung. Haben wir ja nicht. Kann ich sagen, aber Abrieb von diesen Rotorblättern sicherlich, na klar. Wenn ich lese, dass 62 Kilo gibt, also voller Kacke sozusagen, kann ich nicht heimlich beantworten. Mein Tochter hat ein weltweites Netz von den Messgeräten und das wird die so unproportional mit Feinstaub belastet, jedes es regnet. Boah, kann ich denn konkret ausprobieren? Nee, wir wollen so Kilometer. Gibt es noch andere Fragen dazu? Ja. In Frankreich wurden ja Windräder, wenn ich richtig informiert bin, jetzt durch höchste Gerichte völlig verboten, und zwar aus Gründen des Gesundheitsschutzes für den Menschen. Können Sie da noch zwei Worte dazu sagen? Frankreich hat eine unterschiedliche Konstellation von den Gesetzen her, sage ich mal, deswegen kann man es nicht direkt vergleichen. Und direkt verboten, man hat es ausgesetzt, meines Wissens. Direkt ein Verbot, in dem Sinne ist es nicht, aber man hat es ausgesetzt, da haben Sie vollkommen recht. Und letztendlich ist es eben das Problem der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Weil Frankreich ist eben auch das Land, wo jetzt Anwohner Entschädigungen von 200.000 Euro bekommen haben, weil die dann am Windrad, und die konnten das halt auch darlegen, sozusagen, ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Aber ich muss dazu sagen, Frankreich hat gesetzlich eine andere Konstellation, etwas, und da muss man nochmal genau hinschauen. Aber ja, sie wurden ausgesetzt, definitiv richtig. Da hinten war noch eine Frage, jetzt kurz hier. Ja, Herr Überling, ich bin froh, dass Sie sich zum Schluss geoutet haben als Vertreter der Kernenergie. Naja, es ist nicht Kernfunk, ich sage Kerntechnik in welcher Form auch immer. Und dann. Ja. Das Endlagerproblematik ist ja auch ein Punkt in der Kenntnis. Also nochmal, ich habe nicht gesagt, Kerntechnik in welcher Form auch immer, dazu gehört Kernfusion und die Kerntechnik in dem Sinne entwickelt sich weiter. Mehr will ich dazu nicht sagen. Gucken Sie nach China und so weiter, aber das sollen Fachleute entscheiden und das sollen Fachleute auch analysieren. Aber rein von der Energiedichte, wo ich sage, rein von der Energiedichte, kommen wir um diese Technologie nicht drumherum. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ich will diese Kernkraftwerke der aktuellen Generation oder so, aber vielleicht der Generation 4. Haben wir aber nicht. Und die ist auch nicht das Thema. Ich will jetzt keine Kern, also nicht, dass das. Ich habe jetzt nicht die Lösung. Ja, okay. Die Zahlen, die Sie gebracht haben, die waren schon ziemlich. Sie hatten eine Tendenz. Denn im Moment sind alle Zahlen von 2023 da und Sie bringen Zahlen von 2018 ein. Zum Beispiel. Also, passen Sie auf. Da ist so viel gewesen. Und wir haben. Wenn ich ein Institut hätte mit 100 Personen, Mitarbeitern, könnte ich Ihnen alle Zahlen präsentieren. Ich möchte hier einfach eingreifen, die Diskussion um Atomkraft. Es würde sehr emotional werden, wir würden uns hier fetzen, fleddern und sonst was, weil dann tolle Meinungen aufeinander prallen. Das war nicht der Ansatz heute. Es ging um Windkraft. Herr Ebeling ist noch da, wenn es jetzt einzelne Fragen an Herrn Ebeling gibt, geben Sie sich die Bitte bis zum Schluss auf, denn diese Veranstaltung möchte jetzt die Landtagskandidaten auch noch zu Wort kommen lassen. Das war der Ansatz. Ja, erst kommt noch
das, was die Bürgerinitiative möchte, nur wir driften sonst mit den Interessen zu weit ab. Das ist, wir müssen schon an der Windkraft bleiben, weil es um einen Windpark geht, der hier in die Region kommt. Und alles andere, da machen wir eben noch eine Veranstaltung. Dann auch da, wo alle sitzen können. Und dann geht es wahrscheinlich so heiß hier, dass wir auch alle einen Sitzplatz brauchen. Aber das können wir heute hier an dieser Stelle nicht, denn die Zeit ist eh schon fortgeschritten. Und die Kandidaten haben sich auf den Weg gemacht und sollen ja zu Wort kommen. Das soll ich sagen, die BI soll sprechen und ich bin zum Schluss da. Und ja. Kann, die Fragen können gerne an mich haben. Dann können Sie noch. Bitte nach, wenn ich mich ein bisschen an meine Aufzeichnung festhalte. Ich bin leider nicht so, kann nicht so frei reden wie der Herr Ebeling, aber ich habe Angst, wenn ich es frei machen würde, dass ich ganz viel vergessen würde. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Ines Blum, ich wohne in Rosenhagen und ich bin gebeten worden, unsere Bürgerinitiative Windkraft mit Ab- und Klärstand vorzustellen und unsere Ziele zu benennen. Und das möchte ich hiermit kurz tun. Also wir, das sind vor allem Bürger aus der Prignitz, den Ortsteilen Rosenhagen, Düppel und Burghagen. Bei der Prignitz denke ich persönlich immer an einen weiten Blick auf unbebautes Land, Äcker, Wiesen und Wald. Und ich muss feststellen, leider ist dem nicht mehr so. Egal, wo ich mich befinde und mich um mich selbst drehe, überall sehe ich garantiert Windräder. Sie haben sich überall ganz schnell breit gemacht. Und nun haben wir erfahren, dass zwischen unseren drei Ortsteilen, Rosenhagen, Düppel, Burghagen, 10 bis 15 Windräder mit einer Höhe von 250 bis 300 Meter gebaut werden soll, in einem Abstand von ca. 1000 Meter vom Dorf oder den Dörfern. Sofort sind die Betroffenen zusammengekommen und gründeten unsere Bürgerinitiative Windkraft mit Ab- und Verstand. Wir fordern keine Windkraftanlagen vor Ort, den Stopp des Ausbaus im Übermaß, den Stopp des ökologischen, ökonomischen, sozialen Wahnsinns, ein energetisches Gesamtkonzept der erneuerbaren Energie seitens der Regierung, die Prüfung und Diskussion der Sinnhaftigkeit der verabschiedeten Gesetze und der bereits festgestellten Mängel dieser, ein zeitnahes Reagieren auf Veränderungen seitens technischen Fortschritts und Umwelt. Ich möchte noch ein paar Sachen zu den Sachen anmerken, wie ökologisch, ökonomisch, sozialer Wahnsinn. Für uns handelt es sich um ökologischen Wahnsinn, da immer größere Windräder aufgestellt werden, von denen wir keine Studien zu den Auswirkungen auf die Ökologie haben. Wir wissen nichts von dem Zusammenspiel Wind, Regen, Klima. Zumindest ist es uns noch nicht dargestellt worden. Kann Versteppung eine Folge bei uns in Brandenburg sein? Naturschutzbelange scheinen kaum noch zu zählen. Für uns handelt es sich um ökonomischen Wahnsinn, da neben den bereits zahlreichen vorhandenen Parks weitere Parks im Gespräch sind. Die einzigen Gewinner sind die Windradbetreiber, da sie den produzierbaren, nicht den abgenommenen Strom bezahlt bekommen. Das heißt, wir haben ein Problem. Grund, die Stromnetze sind zu klein. Die Enes spricht von massiven Netzüberlastungen derzeit. Der produzierbare Strom kann nicht komplett eingespeist werden. Das derzeitige Netz ist für eine maximale Verbrauchslast ausgelegt. Die ist aber bereits um das Vielfache in vielen Regionen überschritten. Es gibt zu wenige Netzstraßen oder Netztrassen, um Strom weiterzuleiten. Aber die Einspeisevergütung ist gesetzlich garantiert, auch bei Abschaltung. Laut EDES haben sich die Erstattungsbeträge an die Betreiber zwischen 2016 und 2020 vervierfacht. Aber die Menge der möglichen Stromeinspeisung steigt nicht. Die Windkraftanlagen stehen still oder werden gedrosselt. Können wir alle beobachten. Das ist ganz häufig, finde ich. Was heißt das? Der Ausbau dieser nicht benötigten Kapazitäten wird über Schulden finanziert und wir alle bezahlen dafür mit. Und es werden permanent weitere Windräder aufgestellt. Das ist sozial ungerecht und unsinnig. Wir sind uns bewusst, dass eine Energiewende stattfinden muss.
die uns auch allen etwas abverlangen wird. Aber die Energiewende darf nicht so chaotisch und unkontrolliert passieren, wie es gerade passiert. Der soziale Aspekt treibt uns ebenfalls an. Unsere Immobilien werden entwertet. Unser Landschaftsbild verändert sich dramatisch. 250 bis 300 Meter hohe Windkraftanlagen sollen gefühlt in unserem Vorgarten stehen. Wir wissen nicht, war schon. Die Regierung greift massiv in unsere Lebensräume als auch Landschaftsräume ein. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus verliert gerade in unserer Region, in der die Wirtschaftskraft niedrig ist, an Gewicht. Unsere Dörfer werden außerdem unattraktiv für die Jungen. An Zuzug ist, glaube ich, nicht zu denken. Dazu kommt, dass wir als Betroffene verglichen mit Gesamtdeutschland mit den höchsten Strompreis zahlen und uns wird kein Ausgleich angeboten. Wir stecken in einem tiefen Dilemma. Mit der Umsetzung des Windenergiebedarfsgesetzes muss Brandenburg bis zum 31.12.27 1,8% der Flächen und bis zum 31.12.32 2,2% der Flächen nachweisen. Wir in der Prignitz haben jetzt bereits 2,2% erreicht. Von den anderen Ländern möchte ich lieber nicht sprechen. Die sind wesentlich schlechter, also weit runter unter dem Soll. Wir müssen klären, warum unsere Politiker gerade in der Prignitz so einen Druck bezüglich des weiteren Ausbaus der Windkraftanlagen machen. Wir waren am 27.06. in Küritz in der Regionalversammlung in der regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel. Pro Person mussten wir drei Fragen stellen, die vorher einzureichen waren. Außerdem bekamen wir spontan einen Redebeitrag pro anwesende Initiative. Dafür bedanken wir uns natürlich. Fragen wurden beantwortet, allerdings sehr oberflächlich für uns, sodass wir mit weiteren Fragen dastehen, aber wir konnten sie dort natürlich nicht diskutieren und brauchen wieder eine andere Plattform. Und wir hoffen, dass es heute eine ist. Die Regionalversammlung hat einer Offenlegung der Pläne zugestimmt. Die soll voraussichtlich im Herbst im Amtsblatt Brandenburg passieren. Es bleiben dann wenige Wochen zum Widerspruch. Es wird von einem bis mehrere Monate, ich glaube mich an drei Monate zu erinnern, ganz klar ist das so noch nicht definiert worden. Das heißt, unser Widerstand ist jetzt gefordert. Die Gesetzeslage muss geändert werden. Das ist gut. Es gleich 6 freie Plätze, weil unsere Kandidaten aufs Podium gehen. Besetzen Sie diese Plätze, Herr Ebeling, greifen sich auch ein, Sie mussten hier schon eine halbe Stunde arbeiten. Und für alle die, denen langsam warm wird in dem Gedränge, wir haben hinten Getränke hingestellt. Wenn Sie einen Schlanken durchschicken und der sich so ein bisschen versorgt, wir wollen nicht, dass es Ihnen nicht gut geht auf den Stühlen, es wird ja langsam immer wärmer. Vielleicht schaffen Sie das, sich bis ans Wasser vorzuarbeiten. Ganz leise und vorsichtig geht das schon. Und dann habe ich selber noch eine Frage. Ist André Kessler hier im Raum? Hat er es geschafft, hierher zu kommen? Ja, da muss ich doch alleine arbeiten. Gut. Der war hier. Ja, der steht ja draußen. Wo ist André? André, komm hier, einer muss helfen. Hier sind so viele Leute, da schafft man nicht alleine. Komm, jetzt komm und pack mit an. Ja, er ist jetzt ein bisschen überrascht. Ich wollte es mit ihm absprechen, habe ihn aber vorher nicht gefunden. So, wenn ich die Kandidaten schon mal nach oben bitten darf. Hier in der Prignitz. Ich habe da so eine Vermutung, warum es so ist. Die Prignitz ist der dünn besiedelste Landkreis in Deutschland. Und da sagen sich die Leute doch vielleicht, wer von außerhalb kommt, da ist doch Platz. Die Leute haben genug Platz. Und wir haben auch das Phänomen, was ich jetzt auch in den letzten Tagen öfter gehört habe,
Oft versuchen die Landkreise, die Bundesländer, Windkraftwerke an ihre Ränder zu setzen. So, wir haben ja viele Ränder in unserer Region in der Prignitz. Ne? Von allen Seiten kriegen wir, also wir selbst bauen die Dinger an die Ränder, von den anderen angrenzenden Landkreisen werden ja an die Ränder gebaut und haben wir ein großes Gebiet mit Windkraftwerken. Womit die Leute vielleicht auch gerechnet haben, wenn sie sagen, in der Prignitz ist genug Platz, wenig Leute für die Windkrafträder. Die haben vielleicht auch damit gerechnet, dass es wenig Raumwiderstand gibt, wenig Gegenwind. Genau. Sieht hier anders aus. Das war jetzt in dieser Woche, habe ich auch nochmal 3 Bürgerinitiativen miteinander vernetzt. Also Sigrid Rathow war mit dabei für den Kreis, dann war Anja Noll mit dabei aus dem Dübauer Kreis und dann sind wir rübergefahren zu Fariba Milchern nach die Ecke Pritzwalk, Chemnitz, Oelzke. Und wir sind dann von Dübow nach Mankmus über Karstadt, über Pritzwalk hingefahren und haben die ganze Zeit aus dem Auto geguckt und haben gesagt, so, steht alles vor der Windkraftwerk. Also wir haben eine ganze Menge hier und wenn ich mit dem Thema beschäftige, es geht ja um die Leute, ne? Also es geht ja um die Bevölkerung, es geht ja um die Leute, die in der Nähe der Windkraftwerke wohnen und leben. Und das steht natürlich im Mittelpunkt. Was ich mir von Anfang an gewünscht hätte, was auch weiterhin sein müsste, ist mehr Transparenz. Wir haben die Fragen ja schon gehabt. Also warum ist jetzt hier ein Windkraftwerk in dieser Region? Warum haben wir da auf einmal dieses Gebiet, was vorher nie Thema war? Ja, und da braucht Prignitz natürlich eine starke Lobby. Ein paar Sachen werden regional entschieden, ein paar natürlich nicht. So, meine 3 Kernaussagen. Das erste ist jetzt, wir haben die Zahlen gehört, ne? 2,2% der Fläche sollen in der Regionalplanung für Windkraftwerke ausgewiesen werden. Da liegen wir schon weit drüber. Wir haben aber das Problem, es liegt noch OPR mit drin im Regionalplan und natürlich auch OHV. So, und dadurch rutschen wir wieder mit den Prozentzahlen runter. Und dann noch das Problem, was schon angesprochen wurde, hier komme ich gleich, ich bleibe erstmal dabei. Also, das Ding ist, wir haben genug Windkraftwerke, wir haben genug Flächen. Und an erster Stelle steht bei mir, die Anträge, die es jetzt gibt, auf neue Windvorranggebiete, die müssen zurückgestellt werden, die müssen auf Eis gelegt werden. Hauptgrund ist natürlich das, was wir schon gehört haben, ist der Redispatch, also dass dann halt Windkraftanlagen nicht arbeiten können und nicht einspeisen können. Also so lange, wie gar nicht geklärt ist, wie der Strom, der erzeugt wird, über die Windkraftwerke eingespeist werden kann oder gespeichert werden kann, brauchen wir keine neuen Windkraftanlagen, weil durch diesen Redispatch, die Gelder haben wir ja auch gehört, es gibt unterschiedliche Zahlen, die variieren sehr, je nach Quelle, aber ich habe gerade noch mal vorhin geguckt, im ersten Quartal 2024, Stand 1.7.24 von der Bundesnetzagentur, wurden 555 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen geleistet. Ja? Also heißt, so lange, wie der Strom nicht, der erzeugt werden könnte, genutzt wird, brauchen wir keine neuen Anlagen. Also, klar, ne? Das heißt auch, die Stromleitungen werden ja ertüchtigt. Es dauert aber noch ewig. Ne? Also wir, deswegen brauchen wir erstmal nicht mehr Anlagen. Wir haben genug. Das nächste ist. Ein Absturzsatz. Okay. Genau, ein Punkt noch. Also und die vorhandenen Flächen, was wir auch schon gehört haben, ist dann halt auch, die Flächen, die wir haben, müssen voll eingerechnet werden und nicht bloß bestimmte Flächen. Und dann kommen wir auf eine ganz hohe Prozentzahl. Genau, das war noch die Betrachtung. Es kommen ja noch. Vielen Dank für die Einladung, auch für den schwierigen Thema heute hier. Das war auch nicht ganz einfach, sag mal, für mich das auch nicht zu nehmen, aber ich möchte mich dem gerne stellen, weil ich denke, dass meine oder unsere Position natürlich überwiegend anders ist als die meisten Anwesenden hier. Dennoch würde ich gerne und ich würde mir beim Forscher von Hebeling, der sehr interessant war und bestimmt auch viele richtige Dinge erwähnt hat, ob es vielleicht möglich wäre, im Sinne sagen wir, der Wissensfindung, ob es das möglich ist, dass wir einen Faktencheck für die Aussagen, die Herr Hebeling gemacht hat,
und sagen wir, dass die Bürgerinitiative die Ergebnisse erhält und dass wir die vielleicht irgendwie veröffentlichen können. Weil ich glaube, bevor... Er nickt. Ja, ich fände das wirklich gut, weil ich glaube... Wenn die Fragen, wo sie zu haben oder so, kann ich nicht. Und das wäre jetzt mal ganz schön, weil ich glaube, bevor wir hier mit... Kein Problem. Bei der einen oder anderen Aussage... Gegenteil, ja. War ich noch nicht ganz so... Konnte ich ihn nicht so ganz freuen. Aber das wäre schön, wenn wir das machen können. Das am Anfang steht ja die Frage, unsere Energie. Wir leben in einer Welt, die sehr viel Energie benötigt. Und diese Energie muss irgendwo hergestellt werden. Und wir sind ja in Deutschland an dem Punkt gekommen, dass wir aus der Kernkraft ausgestiegen sind, aus meinem Grund, aus gutem Grund, und hoffentlich auch nicht wieder einsteigen werden. Und aus der Kohleverschmutzung, also der Fossilverbrennung auch aussteigen wollen. Das heißt, wir wollen ja erneuerbare Energien nutzen und sie sind ja nutzbar und sie sind, wenn sie besser ausgebaut werden und auch schon rechtzeitig ausgebaut worden wären, hätten sie schon jetzt einen höheren Anteil an dem geleistet, also könnten schon viel mehr Anteil leisten, als das bisher ist. Ihre Zahlen waren da leider auch recht alt und ich glaube, seitdem die Kernkraftwerke abgeschaltet worden sind, die Netze verstopft haben, die es unmöglich gemacht haben, dass Erneuerbare eingespeist haben. Ich sag mal, das sehr. Der Anteil der Erneuerbaren war schon sehr viel besser aus. Und natürlich müssen wir weiter ausbauen. Und ich für mich immer denke, warum sollte ich etwas dagegen haben, wenn etwas so gut funktioniert? Und nicht konfliktfrei, aber konfliktarm. Was wäre denn die Alternative für die Energieerzeugung hier in der Prignitz? Würden wir, sag ich mal, Kernkraftwerk haben wollen? Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass da jemand dafür wäre. Warum machen wir das? Also sehen wir denn ein, dass wir den CO2, also den Treibhausgaseffekt runterkriegen müssen, damit wir unsere Atmosphäre nicht noch weiter aufheizen. Erhitzt ja auch die Atmosphäre aufgrund der Abwärme. Ja. Die muss gekühlt werden und sie ist, sag ich mal, ist ja auch gekühlt. Das ist die Thematik. Die wird dann gekühlt. Mein Ansatz wäre eher zu sagen, okay, wir haben das jetzt hier, wir haben in der Prignitz die Chance, ich sag mal, etwas zu machen, dezentrale Energie mitzuerzeugen. Aber es muss in Zukunft anders geregelt sein, in Form von mehr Partizipation. Also der Bürger, der Kommunen, also alle Beteiligten. Natürlich hatten noch viele, sag ich mal, das Gefühl, bisher lief das irgendwie falsch, nur der Betreiber, nur der, ich sag mal, der Wirtschaftseigentümer war bis jetzt der Gewinner. Und dieses Gefühl teile ich und daran wollen wir was ändern. Also da sind, sag ich mal, die ersten Gesetze in Brandenburg Gott sei Dank auf dem Weg. Ne, der Drittabgabengesetz, was ja, sagen wir mal, 10.000 Euro pro Windanlage der Kommune Kreis von 3 Kilometern jetzt schon zur Verfügung steht, erweitert werden sollte auf 5.000 Euro pro installierten Megawatt. Das ist leider, sag ich mal, in der Koalition nicht durchgegangen. Da wird man sich aber in der nächsten Legislatur darum kümmern. Natürlich auch eine Bürgerenergiegenossenschaft muss gründbar sein. Also ich sage mal, eine Bürgerbeteiligung per Gesetz, also so wie es auch Mittelburg hat, so wie es NRW hat, dafür wollen wir kämpfen. Also dass wir, wenn man nicht verhindern kann, dass die Energie entsteht, und ich finde sie eigentlich gut, man kann ja kritisch sein, aber wenn sie denn da ist, dann muss sie doch für die Mehrheit nutzbar gemacht werden. Ja, das ist doch, dass wir mitreden, was damit gemacht werden kann. Das Problem ist ja, Geld können wir in den Kommunen, sag ich mal, nicht unendlich verteilen. Und hier wird auch nie eine große Industrie entstehen, aber die Krise hat durch die Sonne und Wind, hat sie, sag ich mal, eine Möglichkeit, Wirtschaftsleistungen herzuholen, ich sag mal, Wirtschaft hier zu generieren. Oh, daran glauben Sie doch selbst, das ist doch nicht normal. Lassen Sie bitte ausreden. Sie kann natürlich, sagen wir mal, bei so vielen Problemen, wie wir jetzt in der Daseinsvorsorge haben, in der Finanzierung, wirklich helfen, wenn es gut gemacht ist. Also, ne, ich sag mal, wenn die Rosenhagen wünscht sich gerne, sag ich mal, eine Bahn gleich. Ne? Rosenhagen ist super, sag ich mal, wenn es um Abbau geht. Also es gibt ja so viele Sachen, die man besser machen kann. Ich bin dafür, dass wir das vor Ort hier nutzen. Natürlich muss es, sag ich mal, auf die Prüfung. Bei der Ausweisung des Windenergieanlagen ist es erstmal nur, dass vielleicht. Es ist manchmal nicht so meine Sache, aus welchen was man davon, dass unterschiedliche Meinungen da sind. Und ich hoffe, dass für jeden jemand dabei ist, wo er dann die Meinung auch teilt. Dann können wir hinterher ja relativ zufrieden wieder rausgehen.
Frau Ritz von den Freien Wählern. Jetzt haben Sie Ihre 5 Minuten. Ja, mein Name ist Andrea Ritz. Ich wohne in Kallenberg, meiner Geburtsstadt. Also ich setze mich für den umfassenden Naturschutz ein. Und daher bin ich ganz eindeutig gegen einen weiteren Ausbau von Windkrafträdern. Es geht mir nicht nur um den Schutz von Pflanzen und Tieren, sondern in erster Linie auch um den Gesundheitsschutz der Anwohner. Ich habe mal ein paar Informationen mitgebracht, und zwar in den 90er-Jahren lag ja die Höhe der Windkraftanlagen bei etwa 110 Meter. So, die neueste Generation hat 250 und es soll ja noch weiter in die Höhe steigen. Die Leistung der jeweils neuesten Anlagen, die hat sich dann zwischenzeitlich verzehnfacht. Also statt 750 Kilowatt werden jetzt 750 Kilowatt produziert. Aber der Mindestabstand wurde nicht um das Zehnfache erhöht, sondern es ist so geblieben, teilweise sogar noch eingeschränkt worden. Die größere Höhe kann aber die Mauern und Hecken und Gebäude können diese größere Höhe gar nicht mehr schlucken, also den Schall nicht mehr schlucken. Das heißt, es geht drüber, die Anwohner werden automatisch mehr belästigt, aus meinem Dafürhalten belästigt. Ein Beispiel, zum Beispiel 40 Dezibel, sind schon ausreichend, um Lern- und Konzentrationsstörungen hervorzurufen. 45 Dezibel verursachen bei gesunden Menschen Schlafstörungen, Schlafprobleme. Schon ältere, Kranke, die sind schon empfindlicher bei weniger als 45 Dezibel. Was wird gemacht, um zu zeigen, dass in der Nacht die 45 Dezibel erreicht werden, wird abgeschaltet oder reduziert, meistens sogar abgeschaltet. Aber am Tag haben wir trotzdem die Belastung. Und die Kinder auch, die dann für die Schule lernen müssen oder sonst was. Das ist nichts mit im Garten sitzen und dann gemütlich die Hausaufgaben machen. Die BVB Freien Wähler setzen sich ja bereits seit 2014 im Landtag dafür ein, den Ausbau der Windkraftanlagen zu reduzieren und vor allen Dingen auch die Mindestabstände zu erhöhen. Da gibt es schon etliche, kann ich es gerne hinlegen, da Einreichungen, die aber von CDU, SPD, Grünen und Linken abgelehnt wurden. Wir werden trotzdem kämpfen. Wir sind dafür bekannt, dass wir weitermachen, dass wir uns da nicht unter Druck setzen lassen oder uns einfach einschüchtern lassen. Wir sind eindeutig gegen den Ausbau weiterer Windkraftanlagen, solange nicht die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dass die Leitungen es auch schaffen. Wir haben ja auch das Problem, dass die in Zeitraum veralten, weil dafür sind die Leitungen gar nicht ausgelegt. Ne? Wir haben auch das Problem, dass wir keine Einspeisungspunkte mehr haben. Da werden Kilometer Umwege geschaffen, um dann diesen einen möglichen Einspeisungspunkt dann zu regenerieren. Wir haben auch das Problem, was Herr Ebeling schon sagte, dass wir Strom verschenken müssen. Oder einfach so verpuffen lassen. Wir können es ja nicht nutzen. Und da, wo wir es brauchen, da haben wir es nicht. In der Nacht oder im Winter. Und daher sollten da ausreichend Speicherkapazitäten erstmal geschaffen werden. Die Leitungen müssen so konzipiert werden, dass sie es auch schaffen. Und erst dann können wir über einen weiteren Ausbau von Windkraftanlagen, aber mit einer weitreichenden oder mit einem weitreichenden Mindestabstand reden. Ansonsten bin ich dagegen. Jetzt geht es weiter mit einem Vertreter der CDU, Gerald Neu. Der will gar nicht selber in den Landtag. Er sitzt hier stellvertretend.
Gordon Hoffmann, der heute einen anderen Termin hat und nicht kommen konnte. Steigen Sie ein und ja. Helfen Sie uns. Werte Bürgerinnen und Bürger, Einwohner, ich vertrete heute Gordon Hoffmann, der heute zu einem wichtigen Termin unterwegs ist. Wir haben uns nochmal zur Position abgestimmt. Ich bin ja auch jetzt seit 9 im Kreistag gewählt, war vorher über 30 Jahre in Kommunalpolitik, wohne in Rühstedt. Rühstedt ist ein Befahrgebiet. Wir sind noch von diesen Windrädern verschont. Sie sind mit dem Fernglas, wenn ich weit gucke auf die Dach und schaue, dass ich Sie nicht irgendwann mal ohne Fernglas näher sehe. Das ist meine Position erstmal dazu. Es wurden ja viele Dinge schon gesagt, auch bewertet. Für uns ist natürlich wichtig, eine Gesetzesnovellierung auf den Weg zu bringen. Und diese Gesetzesnovellierung, die sollte zumindest beinhalten, dass die Ortsbeiräte, Gemeindevertretungen und Stadtverordneten auch ein Mitspracherecht haben, was momentan ja gar nicht in dieser Form gegeben ist. Wenn der Regionalplan steht, ich habe es auch mitbekommen bei uns im Amt, die Vertreter, die zur Planungsgemeinschaft in Kühlitz waren, wieder umgegangen ist, 3 Fragen werden gestellt und die wurden dann oberflächlich beantwortet. So kann es nicht sein. Man muss die Bedürfnisse der Bewohner hier vor Ort sehen, beachten und auch prüfen. Sicherlich wird die Auslegung erfolgen. In der Auslegung hat man Zeit, entsprechend mit Widersprüche einzugehen. Die müssen dann entsprechend definiert sein. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt und wo die Reise momentan hingeht, und ich muss mal sagen, auch unsere Bundesregierung, die leider noch ein Jahr regiert, hat ja diese Katastrophe erstmal beigeführt, dass wir in dieser Form ohne Ende Windräder, PV-Anlagen bauen, auch die PV-Anlagen, die immer alle gut sind, ich weiß es nicht, auf bestimmten Flächen kann das notwendig sein, aber im Großen und Ganzen sollte man auch hier mit Augenmaß die Sache betrachten. Die Windräder, die entstehen, wie zum Beispiel jetzt auf dem Karstadt, da werden zwar ein paar weniger, aber die anderen werden eben etwas höher. Ich weiß nicht, welchen Einfluss sie auf die Menschen, auf die Einwohner denn haben werden. Ist ja das ganz große Problem, was ja auch angeschnitten worden ist, wir können den Strom nicht abführen. Es gibt jetzt erstmal ein Verfahren, ein Suchverfahren, die Leitung nach Süddeutschland eben zu planen und dann letztendlich zu bauen. Das dauert auch noch 1-2 Jahre. Bis wir den entsprechenden Abfluss, 10 Jahre, der Katastrophe. Wenn wir in dieser Zeit weiter Windmühlen bauen und die dann auch stehen lassen, nach so lang am Tage, dann verstehen die Politik generell in dieser Form, zumindest auf der Ebene des Bundes und des Landes, nicht mehr. Weil hier muss gehandelt werden oder zumindest muss hier sorgsam ins Augenmaß geprüft werden, welche Windanlagen sollte man noch wo bauen, welche Abstimmung. Und wenn es einen Konsens gibt, es gibt ja auch Windrädergemeinschaften in Münchhofe, habe ich jetzt mal im Internet recherchiert, wo man von 8 Windrädern auf 6 gegangen ist, die zur Eigennutzung da sind. Ich habe auch eine PV-Anlage, die habe ich aber nur gebaut zur Eigennutzung. Und dann macht es ja auch Sinn, wenn man dieses Windrad letztendlich für den Strom, den man selber braucht, letztendlich dann nutzen könnte. Das wäre natürlich eine super Geschichte. Aber es kann nicht sein, dass die Stromkosten und die zusätzlichen Kosten wir mittragen und letztendlich kein Konzept da ist, letztendlich zu sagen, so in der Prignitz haben wir schon die 2,2 erfüllt und hier würden wir jetzt erstmal sachlich nur noch fundiert bestimmte Anlagen auf den Weg bringen, wo es einen Konsens gibt. Ein Konsens mit den Einwohnern vor Ort und ein Bestreben mit der Gemeinde bzw. mit dem Landkreis. Und wir werden uns noch im Kreistag, auch in der Fraktion, hiermit beschäftigen. Leider ist das Antwortschreiben noch nicht da. Ich habe heute beim Landrat nochmal nachgefragt. Es wird auf den Weg gebracht und ich verspreche Ihnen, dass wir auch beim Kreistag versuchen, die Möglichkeiten zu nutzen, um letztendlich den Wahnsinn zu stoppen. Danke. Wahrscheinlich haben Sie ein anderes Augenmaß als ich. Wie viel will denn Ihre Partei
Zubau ja, aber wenig. Erneuerbare Energien sind wichtig, die sind auch notwendig. Wir wollen ja von der Kernenergie weg und sind auch auf dem besten Weg dazu. Aber letztendlich muss es mit Augenmaß sein, dass man auch behutsam nicht sagt, die Fliegnis ist nicht besiedelt, hier können wir jetzt alles vollbauen. Und ich sage mal, nördlich der B50 Sterne, wenn wir jetzt nicht reagieren, letztendlich, dann werden alle Flächen in irgendeiner Form denn zugebaut. Und das kann es nicht sein. Da messen wir beide dann nochmal, dass wir auch auf das richtige kleine Maß kommen. Ja, jetzt haben Sie hier. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute Abend hier sein darf. Und ich bin Blüthner, wohne mitten im Windpark, kann man sagen, in alle Richtungen, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten. Und ich bin viel bei uns im Landkreis jetzt unterwegs, gerade in letzter Zeit, um Plakate aufzuhängen. Und ich sage, wir haben genug Windräder. Also Schluss, es gibt keine neuen Windräder mehr. Ende, Feierabend. Das muss da das Ziel sein. Und nicht immer neue Windräder aufzustellen. Wir haben in Blüthen eine Auslastung der Windräder von 60%. Die anderen 40%, ja, warum müssen wir dann neue Windräder bauen? Warum? Es gibt überhaupt keinen Grund. Lass doch die Windräder, die jetzt schon stehen, vor Ort zu 90 oder zu 95% laufen. Das wird nicht gemacht, weil die Möglichkeit gar nicht da ist, den Strom abzuführen. Dann werden Nachfragen geschaffen über Wärmepumpen, die viel Strom verbrauchen, über Elektroautos, die viel Strom verbrauchen, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Und ich muss Ihnen von der CDU wirklich sagen, so, die Frau Merkel war diejenige, die den überhasteten Ausstieg aus der Kernenergie vollzogen hat, mit diesen Folgen. Mit der Folge der Photovoltaikausbau, riesige Flächen und der Windflächen. Also ich, für mich ist da, sich davon zu distanzieren, ein bisschen, naja gut. Dann ist der Abstand von 1000 Metern. 1000 Meter sind nicht viel, das ist ein Kilometer, das ist fast hinter der Haustür. Ich hab's bei mir. Ich gucke hinten raus auf der Terrasse, ich sehe die Windräder stehen, die sind fast bei mir im Garten. Und das ist ganz einfach zu dicht. Da ist, wenn ich so einen großen Dinger baue, muss ich mindestens, also mindestens, das Zehnfache haben von der Höhe und der Nachhöhe. Das ist das. Und dann habe ich noch das nächste Thema Lärm. Wenn der Wind ungünstig steht abends und die Windräder laufen abends auch, da ist überhaupt keine Frage, man hört es. Das ist ein permanenter, an- und abschwellender Ton. Als wenn jede 10 Sekunden ein LKW vorbeifährt. So ist das nachts auf dem Blüten. Ich muss mein Schlafzimmer in die andere Haushälfte verlegen, weil ich auf der anderen nicht mehr schlafen kann mit auf dem Fenster. So sieht es aus. Das ist die Realität. Ja, und wenn wir jetzt noch sehen, diese ganze Initiative mit den Windrädern, die jetzt gebaut werden sollen, in 20 Jahren fallen die aus der Förderung raus. Da werden diese ganzen Windräder wahrscheinlich abgebaut, weil sie ja schon an der Grenze sind. Wo bleiben dann die ganzen Windradflügel? Es wird riesige Deponien geben, wo diese Flügel dann abgelegt werden. Teilweise habe ich schon Bilder gesehen, wo dann Befallene gelegt wurden und mit Erde abgedeckt wurden. Diese ganze Sache ist überhaupt nicht geklärt. Diese Entsorgung der Flügel, das muss verbrannt werden. Das ist nachhaltig, muss ich mich fragen. Ganz ehrlich, das ist nicht nachhaltig. Das ist eine riesengroße Sauerei. Dankeschön. Nächste Runde. Wenn ich auf die Uhr gucke, fehlt mir jetzt eine halbe Stunde. Irgendwie haben wir die schon verschwatzt. Zur Einleitung in das nächste. Daniel Neubecker hat eben meinen Namen gesagt. Ich bin Sigrid Rapo, komme aus Düpo. Ich darf hier vorne stehen, weil ich vor mindestens 20 Jahren, das ist ja, mal auf der anderen Seite von dem Tisch gesessen habe. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe damals heftig pro Windkraft gesprochen in Ostfriesland. Und es war ein Boom und ich war davon überzeugt, muss ja gut sein. Bis dann die ersten Fälle kamen, wo Projektierer, Gemeinde, Gemeinderäte über den Tisch gezogen haben und die Stimmung war da nicht mehr so gut. Und als dann die ersten Leute aus der Windkraftnähe weggezogen sind, weil sie es nicht mehr aushalten konnten, dann wird man eben doch nachdenklich. Und das hier in der Prignitz, wenn ich jetzt in irgendeine Richtung fahre oder wir gucken aus dem Fenster in irgendeine Richtung, wir sehen immer einen Windpark, das ist überhaupt kein Ding. Und wir sehen auch immer, es dreht sich auch nicht alles. Und da stimmt irgendetwas nicht. Und wir haben jetzt gehört, was die zukünftigen, möglicherweise ja alle Landtagskandidaten,
für Ansichten haben. Und jetzt dürfen Sie fragen, das, was Sie von dem Kandidaten gerne wissen möchten. Und André als Ortsvorsteher von Mühlbrunnen, ich habe ihn schon, habe sich hier nach vorne geholt, der kennt nämlich viel mehr Leute als ich, der hilft jetzt und wir wollen auch aufpassen, dass die Fragen so ein bisschen gleichmäßig verteilt werden, nicht, dass einer jetzt hier einen großen Auftritt hat und die anderen fallen unter den Tisch. Soll nicht passieren, sondern nach Möglichkeit versuchen wir es jetzt gerecht. So, und dann machen wir. Hier, Frau Hartmann hat es ja gerade gesagt, wir sind schon ganz schön im Verzug. Ich bitte, jede Frage relativ knapp und präzise zu formulieren, ebenso die Antworten sogar an die Kandidaten. Ja. Okay, die erste Meldung war hier. Mein Name ist Stefan Drescher, ich bin hier Bürger in der Prignitz und ich finde es gut, dass es heute so eine Veranstaltung gibt, wo wir verschiedene Meinungen hören. Und ich frage mich selber, ob wir nicht unabhängig davon, was jetzt jede Partei zum Thema Klimawandel oder Windräder denkt, uns darauf einigen können, dass wir hier in der Prignitz schon genügend erneuerbare Energien haben und schon genügend Windräder. Und die Frage will ich insbesondere an Herrn Schäfer von den Grünen stellen. Warum brauchen wir hier in der Prignitz, wo wir schon so viel haben, noch mehr? Die Frage ist, das möchte ich gerne beantworten. Das ist ja nicht, dass wir Grüne sein bei uns, also dass wir unbedingt gerne Windräder haben wollen. Es geht ja darum, dass wir die Energie, die wir benötigen, produzieren müssen. Das ist ja erstmal die Hintergrund. Wenn wir sie dann dezentral hier vor Ort produzieren können. Natürlich müssen wir in der Nutzung viel besser werden. Wir haben die Wärmewende angesprochen. Also natürlich wird, sag ich mal, die Kapazität ja gar nicht genutzt. Sie verpufft ja viel, wurde ja auch gesagt. Und da können wir auch besser werden. Es geht darum, sag ich mal, dass wir vielleicht die Nahwärmenetze entwickeln. Also es gibt ja sehr viel das Beispiel, wenn, sag ich mal, die abgeschaltet werden, dann hitzen die da mit, sag ich mal, Wasser, sag ich mal, das Dorf nicht geheizt wird. Also über solche Technologien, dass wir dafür offener werden, in der Nutzung des Stroms, der hier vor Ort produziert wird. Durch Sonne, durch Wind. Das ist doch das, wo die Zukunft hinkommt. Was ist denn die Alternative? Also, ja, aber wir wollen doch nicht weiter. Sie beantworten jetzt meine Frage nicht. Weil ich habe gefragt, warum denn in der Prignitz? Sie geben jetzt ein allgemeines politisches Statement ab, das kann ich gut finden oder nicht, das sei Ihnen zugestanden, aber warum brauchen wir denn in der Prignitz noch mehr? Wir haben doch schon genug. Nee, ist doch nur vom Strom. Herr Ebeling hat auch gesagt, der gesamte Energiebedarf ist viel höher und wir müssen hier heizen und das alles mit Heizöl und mit Kohle zu machen. Also das ist ja, aber dann muss ich doch gerechtfertigt sein. Ich habe hier noch weiter antworten. Ja. Ich sage, es geht darum, dass wir in einer Regionalplangesellschaft sind mit den drei Landkreisen und da ist ja nun mal der Bundesgesetzgeber, hat 2% vorgeschrieben. Auf Brandenburg bezogen betrifft das 1,8 bis 27 und 2,2 bis 32. Das ist vom Bund, das ist per Gesetz notwendig so. Also muss Planungsgesellschaft, sagen wir, was ja Mandat und Amtsträger sind, das ist ja die Kurve der Regierung, das sind, sag ich mal, unsere Vertreter, die, sag ich mal, da zusammen in dem Regionalregen, sag ich mal, das beraten und versuchen, Flächen zu finden. So. Das ist jetzt einmal die Aufgabe, so schnell wie möglich diese Vorranggebiete festzulegen, damit auch, sagen wir mal, es aufhört, dass es wild muss. Weil momentan haben wir keinen gültigen Regionalplan und solange der nicht gültig ist, kann quasi überall gebaut werden. Das ist ja auch mal ein Fakt. Also deswegen wollen wir ja so schnell wie möglich den Regionalplan verabschieden, damit, sag ich mal, nur dort gültig zulässig Wind gebaut werden kann. Und ob denn, sag ich mal, dort gebaut wird, das ist auch immer noch Gegenstand, sag ich mal, im Verfahren für jede einzelne Anlage. Das heißt doch nicht nur, weil ein Windeigentumsgebiet ist, wird quasi sofort losgebaut. Das ist ja auch nicht. So funktioniert es ja auch nicht. Und nochmal, wir sind ja in der Prignitz natürlich generiert und wir brauchen mehr Wirtschaftskraft. Wir haben hier, sag ich mal, Gemeinden, die sind in Haushaltssicherung, kommen dann hier raus. Und so haben wir eine Möglichkeit, unsere Daseinsvorsorge. Wir wollen unsere Kinder werden, wir wollen unsere Schulen, wir wollen unsere Straßen. Also wir haben hier, sag ich mal, einen großen Hafen, zum Beispiel Dorfstraße, haben 35 nach der Wende, ja, haben wir immer noch unsere Dorfstraße hier. Darum geht es ja auch, das vielleicht zu nutzen, das Potenzial. Wir nehmen noch ein paar Fragen. Es sind jetzt ganz viele Finger hoch gewesen. Und vielleicht können wir auch Fragen sammeln. Eins vorweg bitte noch. Ich finde es schon sehr anständig, dass Herr Schäfer hier heute hier ist. Er ist sozusagen irgendwo für unsere Ansicht gerade, die wir hier im Großteil sicherlich irgendwo vertreten, vielleicht irgendwo ein kleines, in Anführungszeichen, Feindbild für uns. Ich möchte aber nicht, dass er hier irgendwie an den Pranger gestellt wird und werde auch nicht jede Frage zulassen, die nur an Herrn Schäfer geht. Ja, ich bitte auch die Fragen an die anderen Kandidaten zu verteilen. Ja.
nur anmerken, dass wir hier viele verschiedene Themen haben und die Fragen mit den Antworten aus einem anderen Thema beantworten wollen. Die Frage war, warum brauchen wir hier neue Windräder? Wir haben einmal das Thema Flächenziel, das wurde beantwortet, geklärt. Und wir haben Leistungsthemen und so. Also wir sollten die Themen untereinander trennen. Die Frage war nicht, ob wir diesen Regionalplan brauchen oder nicht. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen irgendwann mal Planungssicherheit, wann wo welche Windräder hin könnten, wenn sie denn gebraucht werden. Das ist aber keine Antwort auf die Frage, werden sie denn gebraucht? Und die Antwort mit Redispatch und wir haben Überkapazität, natürlich, wenn die Sonne und der Wind gleichzeitig scheinen, haben wir Überkapazität, das muss dann an der Stelle hier klar sein. Dieses gewisse Maß an Überkapazität müssen wir vielleicht in Speicher packen, damit wir, wenn wir über Lösungen nachdenken, dass wir dann immer Überkapazitäten brauchen und auch ein Atomkraftwerk und andere haben auch Überkapazitäten, davon mal ganz abgesehen. Deshalb würde ich gerne die Fragen und die Antworten beim vielleicht Plenum gezogen haben. Und eine konkrete Frage habe ich jetzt an der Stelle nicht genommen. Ja, ich würde eigentlich fragen, ob wir nicht das Thema alternative Lösung jetzt erstmal ausgrenzen können, weil es gibt zwischen Wind und Atom, das finde ich jetzt nicht gut, wenn Wind und Atom gegeneinander ausgespielt werden, es gibt auch Vernunftkraft. So, und das ist eigentlich ein abendfüllendes Thema, wo wir dann über Alternativen sprechen können. Heute haben wir eigentlich festgestellt, wir sind mit der Windgeschichte in einer absoluten Sackgasse geraten und haben festgestellt, dass wir hier eigentlich eine ökologische Katastrophe in der Prignitz verursachen. Da wird super Landschaft. Ja. Gut. Also ich verstehe die ganze Situation mathematisch nicht. Ich glaube, Frau Pritz, Sie hatten gesagt, wenn man die Windräder höher baut, produzieren die jetzt 10-fache quasi an Leistung. Also warum macht man denn so eine Flächenplanung von 2,2%? Warum rechnet man es nicht nach Leistung und sagt, okay, ich brauche 10% weniger Windräder und baue die dafür ein bisschen höher? Die Frage, die Sie stellen, die habe ich auch, weil es ja nicht natürlich ist, in den letzten 10, 15 Jahren sind die Anlagen leistungsfähiger geworden. Die Frage ist, warum kann man nicht von diesem Technikziel weggehen, sondern hin zu einer leistungsbezogenen Planung? Und das wäre sozusagen die Aufgabe, die wir dringend in die politische Diskussion mit einbringen müssen. Und deswegen sozusagen ist die Diskussion um den Regulator das eine, die Diskussion um die zu installierende Leistung die andere. Ich bin voll bei Ihnen, dass man über die Leistung reden muss. Danke. Eine Ergänzung vielleicht? Ich muss mal ergänzen. Diese Flächenziele präsentieren das Energiestrategie. Und auch die Bundesregierung hat sich über Megawatt und Leistung natürlich Gedanken gemacht. Das Problem ist, erstens, die Kriterien werden aufgeweicht. Das sind die Abstände, der Naturschutz, der Landschaftsschutz. Das wird alles passend gemacht. Es ist nicht umgedreht, dass wir die Windkraft nach den Kriterien ausbauen, sondern es werden Vorgaben gemacht nach Flächen, die resultieren aus installierte Leistungszahlen sozusagen, aber das Problem ist, dass die Kriterien, die Belange, die werden angepasst. Und das hängt damit an, dass wir jetzt die Windfelder in die Landschaftsschutzgebiete stellen, dass wir sie in den Wald stellen und dass die Abstände zu den Häusern viel zu gering sind. Man müsste das, werden gleich immer wieder gefragt, dann sollen wir das Pferd andersrum gucken, welche Flächen da sind und dementsprechend werden die Flächen ausgewiesen. Problem sitzt ja selber in der Regionalplanung. Andere Belange, wie Erholungsort und da gibt es noch ganz andere Sachen, ja, die fallen komplett runter, ja, weil sie rechtlich gar keine Handhabe haben. Was ich bloß versucht habe, weil Sie immer sagen, mit installierter Leistung, was ich versucht habe klarzumachen, dass man wirklich auch mit allen Parteien ernsthaft über diese Energiestrategie diskutiert, weil sie ist so nicht umsetzbar, sie ist nicht bezahlbar und geht zu Lasten von Natur, Menschen und Umwelt. Es wurde vorhin angesprochen mit dem Infraschall, dass es unendliche Auswirkungen hat.
Betrifft das dann auch Kinder mit Konzentrationsstörungen, dass sie dann noch mehr im Leben benachteiligt werden mit jeder nächsten Näherung? Da fehlen mir jetzt die wissenschaftlichen Ergebnisse, aber ich. Ja, da bin ich halt hellhörig. Also, weil wir wollen dann in direkter Nähe und wenn das dann. Ich sage, wenn es für Erwachsene schon problematisch ist, also, gehe ich mal davon aus, dass es dann auch bei den Kindern problematisch ist. Ja. Also grundsätzlich, ich habe über Latenzstand die Betroffenheit der Menschen zu unterschieden. Also ich kann das selber, ich habe 13 Anlagen bei mir, bei meiner Frau, eine Frau sagt, nee, ich habe das Schmerz, aber ich habe ein Problem damit. Natürlich sind Kranke und Kinder besonders betroffen, weil die empfindlicher sind. Ja. Und wie gesagt, so suche ich ja eine Wirkstelle und ein Armproblem, Druck im Kopf, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, all diese Sachen. Und bei Kindern und kranken Menschen natürlich besonders. Also wenn darüber nachgedacht wird, dann wirklich zu bauen, würden wir uns freuen, wenn da irgendjemand mal ein Gutachten machen würde oder irgendwas, um erstmal festzustellen, gibt es da noch mehr Handicap für die ohnehin geschädigten Kinder? Oder? Wenn es kein Handicap gibt, bin ich kein Gegner. Wenn wir jemanden, wenn der Ebeling noch was dazu findet, er stellt es ins Netz ab und zu mal prüfen. Und wenn es gravierend wird, nehme ich an. Ich schicke dir mal einen Link, wenn es mir schicken, schicke ich einen Link. Und da ist eine Zusammenfassung von allen Studien, die ich von allen, die ich kenne, über diese Problematik. Okay, weitere Fragen. Mein Name ist Fariba Münchian aus Wölzle. Und ich war wirklich überrascht über den teilweise wahnsinnig schlechten Wissensstand von Ihnen, die Sie ja demnächst uns im Landtag vertreten wollen. Es ist, Herr Schäfer, Sie haben suggeriert, als sei die Windkraft zurzeit eine Lösung für unsere Energieprobleme. Sie haben ja gehört irgendwie, der Strom macht nur 20% unseres Primärenergiebedarfs aus. Das heißt, wir müssen, bevor wir diese Lösung finden können, müssen wir erstmal ganz viel von unserer Energie überhaupt elektrifizieren, damit die Erneuerbaren da greifen können und der Strom überhaupt genutzt werden kann, um Wärme, um Mobilität, um diese ganzen Sachen zu erzeugen. Im Moment ist es Zukunftsmusik. Und auch doch ist es doch. Grüner Wasserstoff ist Zukunftsmusik. Auch in Falkenhagen soll hier eine Anlage gebaut werden. Es ist mitnichten in der Planung, dass dort der überschüssige Strom genutzt wird. Das ist alles Zukunftsmusik. Im Moment ist einfach die Windkraft nicht der Heilsbringer, für den sie lange gehalten wurde. Und wir müssen diesen Heilsbringer jetzt vom Sockel stoßen und wirklich ehrlich und frei von Ideologie damit umgehen. Ansonsten haben wir ein Problem. Und Sie sind diejenigen, die uns im Landtag vertreten sollen. Und ich würde Ihnen wirklich sehr empfehlen, die Gesetzeslage ist so kompliziert. Wir beschäftigen uns ja schon seit vielen Jahren mit und sind immer noch nicht am Ende. Beschäftigen Sie sich wirklich mit dieser Gesetzeslage. Da muss was passieren und es muss Lösungen für Brandenburg geben. Es muss, bevor wir hier den Strom nicht wegkriegen, ein Moratorium geben. Hier darf gar nichts mehr gebaut werden. Nicht dazu führen, dass mehr Strom produziert wird, sondern nur, dass wir höhere Erstattungskosten an die Betreiber haben. So lange muss hier ein Riegel vorgeschoben werden. Und dafür gibt es mal Möglichkeiten. Also zum Beispiel, dass die Anträge so lange auf Eis gelegt werden, bis die Netzeinspeisung garantiert ist. Und das würde ich Sie bitten, beschäftigen Sie sich damit und setzen Sie es im Landtag durch. Wasserstoffkraftwerken Zukunftsmusik ist und auch völlig schwachsinnig, sage ich jetzt mal. Ich habe da auch Informationen zu. Und zwar ist der Energieverlust bei der Umwandlung von Windkraft und Solarstrom in Wasserstoff und dann nachher wieder zurück so enorm, dass das überhaupt finanziell eine absolute Katastrophe ist. Und zwar werden bei 3 bis 4 teuer subventionierten Megawattstunden im Prinzip bei der Dunkelflaute
nur 1 Megawattstunde produziert. Also es ist wirklich, und wenn man überlegt, was da denn an finanziellen Mitteln, also Steuergelder, sind ja unsere Steuergelder, rausgeschmissen werden, sind diese Wasserstoffkraftwerke überhaupt keine Alternative. Ja, ich wollte gerade Frau Nielsch ja nochmal Dankeschön sagen, weil sie hat in Bölske im Waldgebiet maßgeblich wohl diesen Windpark verhindert. Und das nimmt jetzt auch Ausmaße an. Wir haben in Karstadt auch das Problem, da wo nur Forst und Windräder aufgestellt hat, das geht nur überhaupt nicht mehr. Das ist ja nur völlig irre im Wald. Wo Bäume stehen, die CO2 aufnehmen und so weiter und so fort. Wir stellen dort Windräder hin, um CO2 zu vermeiden. Also verrückter geht es da kaum noch. Ich weiß, dass sozusagen eine sehr emotionale Situation ist und dass man sozusagen auch mit konzernen Positionen nicht unbedingt Applaus bekommt. Und trotzdem finde ich aber, müssen wir die Diskussion auch ehrlich führen. Und ich werde hier nicht sagen, dass ich mich für ein Moratorium einsetzen werde, der sozusagen jeden Zubau von erneuerbaren Energien ablehnt. Wir haben gleiche Diskussionen im Bereich Photovoltaik, wir haben ähnliche Diskussionen im Bereich Biomasse, berechtigt, die Diskussionen sind alle berechtigt, wir haben gleiche Diskussionen im Bereich Windkraft. Und ich finde, ein Thema ist an dieser Stelle bisher auch sehr zu kurz gekommen aus meiner Sicht. Ich glaube, Herr Ebeling hat es mal mit einem Wort erwähnt. Wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, weil wir nichts Besseres zu tun haben, aus der Kernkraft auszusteigen, aus der Kohle auszusteigen, aus Erdöl und Erdgas auszusteigen, sondern wir machen es, weil wir eine Klimakrise haben. Und die muss man sozial gerecht sehen. Das ist, was ich meine. Und da muss man sozial gerecht mit umgehen. Und da muss man so klar gucken, welche Probleme haben die Leute vor Ort und wie können die davon und damit leben. Und das ist sozusagen der Punkt. Selbstverständlich müssen wir jetzt über Alternativen reden. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich Bürgerinitiativen begleitet habe, die auch sehr erfolgreich sozusagen gegen Erweiterung gekämpft haben. Wir haben hier ein Beispiel, wo sozusagen auch im aktuellen Regionalplan sozusagen ein Vorranggebiet rausgenommen wurde. Es ist möglich, ein Vorranggebiet wegzubekommen. Es ist möglich, ein Vorranggebiet zu reduzieren. Es ist möglich, darüber zu reden und zu diskutieren, wie können die Leute in den Orten von und mit dem Wind auch leben. Also das ist sozusagen ja der Punkt. Wir haben ja nicht umsonst in der letzten Wahlperiode das Abgabengesetz sozusagen auf den Weg gebracht, wo pro Windkraftanlage 10.000 Euro in die Gemeindekasse geht. Das ist doch sozusagen der Punkt. Wir wissen doch, dass sich die Energiestruktur in Deutschland verändern muss. Sie ändert sich übrigens nicht nur in Deutschland, sie ändert sich in Europa. Und wenn Herr Ebeling vorhin zeigt, dass sozusagen wir Energieexporteur sind, wir waren immer Energieexporteur und wir sind immer Energieimporteur. Das ist nun mal in der Energiewirtschaft, natürlich ist es so. Das ist nun mal so in der Energiepolitik und letztendlich haben wir gerade die Zusammenarbeit zum Beispiel in Skandinavien, wo, sag mal, wo Gezeitenkraftwerke entstehen, wo Wasserkraft sozusagen Pumpspeicherwerke haben, wo man also praktisch auf europäischer Ebene sich ausgleicht und deswegen ist der Austausch auch in den Netzen völlig klar. Was natürlich ein Riesenproblem ist, und da gebe ich ja natürlich auch den Kritikern recht, dass mit dem EEG eine ganze Masse von Fehlern gemacht worden sind, die überhaupt nicht korrigiert worden sind. Also die ganze Frage Einspeisevergütung ist ein Riesenfehler. Die Frage, warum das EEG nicht abgeschafft wurde, sondern den aktuellen Entwicklungen angepasst wurde, ist ein Riesenfehler. Da haben hat die Bundesregierung versagt. Leider ist auf Landesebene relativ viel in diesem Bereich zu machen gewesen. Ja, und wir haben ja auch die Energiestrategie 2030, die ja jetzt durch die Energiestrategie 2040 abgelöst wurde, wenn man sich die mal anguckt, der Flächenziel 2,2% ist gleich geblieben. Und obwohl die Anlagen leistungsfähiger geworden sind. Und deswegen glaube ich, muss man da ehrlich diskutieren und ich finde, wir sollten wenn realistisch sein, das, was man jetzt ändern kann, ist sozusagen die Frage, welche Vorranggebiete bleiben im Regionalplan, wie kann man am Regionalplan sozusagen die Belastung für Menschen gering halten. Und wenn man das nicht hundertprozentig verändern kann, weil es eigentlich entscheidend ist, in der regionalen Planungsversammlung Mehrheiten, da muss man überlegen, wie können denn die Leute von und mit diesen Entscheidungen auch leben. Und vor allem, es muss auch gehen, zur Belastung, die Belastung wie möglich zu gering sein. Die Dame hat sich gemeldet. Wir wollten vielleicht auch bündeln, es waren auch viele Finger, vielleicht nehmen wir jetzt immer 2 oder 3 und lassen die dann beantworten. Dann komme ich schnell zu Hause ran. Entschuldigung. Ich habe eine ganz kurze Frage, und zwar, wie läuft denn dieses Prozedere? Wir sind ja hier, um jetzt
speziell über diesen alten Windkraftpark Dübo, Rosenhagen, Burghagen zu sprechen. Und ich würde einfach gerne mal wissen, wie diese Prozedere abläuft. Wie sind die das für mich jetzt noch nicht greifbar und wo habe ich jetzt die Möglichkeit, eventuell tatsächlich was zu erreichen, außer dass ich hier sitze und mich jetzt anschauen kann. Das ist eine Frage eigentlich an uns hier. Wir wissen, dass wir eigentlich zwei Ebenen bedienen. Einmal, was hier in Prignitz, Ostprignitz und Oberhavel passiert. Das ist die eine Sache, das ist auch das, worauf die Damen und die Herren Einfluss haben, wenn sie denn gewählt sind oder auch jetzt schon über ein Kreistagsmandat möglicherweise. Das ist das, was wir direkt beeinflussen können. Aber über alledem und auch über dem, was die Regionalversammlung beschließt, ist ja das Bundesgesetz. Und da liegt im Grunde genommen das Übel. Das, was in diesem Gesetz drin ist, wir haben es vorhin gehört, zum Beispiel beim Artenschutz, es sind viele Einschränkungen gekommen. Insofern hilft es uns nicht, wenn wir jetzt nur, oder es hilft uns erstmal, wenn wir hier einen Windpark oder auch zwei oder drei verhindern können, aber trotzdem würde das Bundesgesetz gelten mit dem absoluten Vorrang für Windkraftparks. Und damit ist uns ja erstmal nicht geholfen, dann haben wir vielleicht ein, zwei Jahre Ruhe und dann geht es wieder los, dass die nächsten Windparks gemacht werden. Insofern sollten wir beides bedenken. Einmal die Situation hier in den drei Landkreisen, aber genauso auch das Bundesgesetz, das oben drüber ist und die EU im Prinzip auch gleich noch mit, denn die schlagen in die gleiche Kerbe und für die ist auch Windkraft und ganz viel Windkraft und möglichst schnell Windkraft eine ganz wichtige Sache, weil sie der Sicherheit und der Gesundheit dient, sagt Frau von der Leyen. Ja, sagt Wälder nichts mehr an. Aber wir hatten die Wortmeldung. Sie, ja. Und dann nehmen wir noch den Herrn dazu. Fangen Sie mal an und dann Sie gleich drauf. Okay. Ja, mein Name ist Rainer Still, ich bin aus Gumdo. Bei mir wird auch den nächsten Windrad in der Nähe oder mehrere Windräder in der Nähe gebaut, da wird unser Park erweitert. Ich kann es verstehen, dass man da wirklich nicht begeistert ist, so etwas vor die Tür zu kriegen. Wir hatten in Deutschland schon mal einen Versuch mit Energie zu produzieren mit Atomkraftwerk. Da war ich auch direkt betroffen, hatte 2 Kilometer vom Wohnzimmerfenster einen riesigen Kühlturm. Ein paar Nummern anders als so ein Windkraft und ein paar Nummern anders als 50 Windkrafträder. Das ist einfach riesig und ganz eklig und schwer auszuhalten und die Gefahr, die von Atomkraft besteht. Und die mit dem Müll hier ist, ist einfach nicht wegzudiskutieren. Da ist noch keine Lösung da. Ich wäre dafür, dass weiter geforscht wird. Aber heute Atomkraftwerke zu fordern, kann ich nur von jemandem akzeptieren, der sagt, er will das Atomkraftwerk vor seiner Haustür haben und er will den Atommüll vor seinem Haus verbuddelt haben. Und seine Kinder verpflichten, da zu bleiben. Ein ganz großer Fehler, den wir in der Diskussion dauernd erleben, ist, dass von der installierten Leistung bei Windkrafträdern gesprochen wird. Das ist richtig, dass die so hoch ist, viel höher als die tatsächliche Leistung. Das kann gar nicht anders sein, weil der Wind nicht immer weht. Und das ist auch gut, die zu haben. Vergleichbar ist das etwa mit einem PKW, den jeder von Ihnen fährt, um in der Stadt mit 50 km zu fahren, reichen 20 PS. Um auf der Autobahn mit 130 zu fahren, reichen 40. Der durchschnittliche PKW hat 150 PS. Und da könnte man Energie sparen, wenn jeder auf so ein 40 PS Auto umsteigen würde. Aber wir brauchen halt die Energie und wir brauchen einen Sicherheitspuffer. Und den brauchen wir natürlich auch bei der Energie. Wenn man da immer nur vom Strom redet, den wir verbrauchen, das ist eine Sache, damit kann man ganz viel Platz machen und froh dagegen. Wir brauchen Wärme, das ist viel mehr als Strom an Energie. Wir brauchen für den Verkehr ganz viel Strom und das sind die beiden großen Sektoren, wo sie in Deutschland gerade was tun, mit Elektroautos, die Strom brauchen werden. Ich fasse mich ganz kurz, ja? Und mit Wärmepumpen, die Strom brauchen. Das heißt, wir können gar nicht viel Strom produzieren. Und ich bin froh über jede Kilowattstunde oder Megawattstunde, die mehr produziert wird, die nach Norwegen gebracht wird. Da gibt es nämlich nicht nur, wie er eben gesagt, Wasserkraftwerke, sondern der Strom wird dahin gebracht, weil es da Pumpkraftwerke gibt. Die abends in das Wasser hochpumpen, den Stau ja, und morgens kommt da runter und wir bringen den gleichen Strom zurück. Ich habe jetzt aber eine Frage an die Politiker, die wahrscheinlich beim nächsten Landtag mit. Wie wollen Sie sicherstellen, dass wir den Strom, den wir wirklich brauchen, zum Stromverbrauch, zum Heizen, zum Fahren,
ausreichend zur Verfügung haben in nächster Zeit. Das werden wir und bevor so, wie wir jetzt agieren, nicht mehr. Ich auch meine Frage dazu, damit das ein bisschen Mein Name ist Arvid Schwarz, ich komme aus Quitzos. Das ist ja ein kleines, ländliches, beschauliches Dorf. Die alten Leute sagen zu mir immer, was jetzt passiert hier, die zäumen das Pferd von hinten auf. Ich komme aus der Baubranche, da sagt man natürlich, man fängt mit einem Dach anzubauen. Da habe ich mir so eine Stelle gedacht, wenn ich so weiterarbeiten funktioniert gar nicht. Und 2017 war der Ministerpräsident hier, nicht mehr heute, und den habe ich eine Frage gestellt. Ich sage, wenn ich von hier nach Brandenburg fahre, die Windparks sind ja die Hälfte mal abgeschaltet. Wir haben keine Speicher. Okay, habe ich gedacht, passt. Dann hat er gesagt, wir treiben den Ausbau der Trasse voran. Ich sage, wie viel haben wir denn geschafft? Im ersten Jahr, sagt er zu mir, haben sie 50 Kilometer geschafft. Im zweiten 40. Das war 2017, 18 denn. So, und dann habe ich noch eine dritte Frage gestellt. Warum macht man den Strom nicht billiger? Dafür gibt es kein Gesetz. Und jetzt möchte ich mal diese Frage an Thomas weitergeben und an den Daniel hier von der SPD. Vielleicht kann Thomas ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, ob sich da schon was an dieser Gesetzeslage geändert hat. Nee, aber bitte. Also, 2025, also 6.1.1. wird die Netzumlage auf ganz Deutschland umgelegt. Jetzt ist es ja so, weil unser Strom kein Feuer macht, dass die Netzumlage auf das Erzeugungsgebiet sozusagen umgelegt wird. Und ab 2025 wird es bundesweit auch umgelegt. Von daher besteht die große Hoffnung, dass der Strompreis steigt. Ich sage, es besteht die Hoffnung, weil die Energiepreise sind ja durch die anderen Sachen auch belastet, die sozusagen ja den Strompreis oder den Energiepreis insgesamt höher machen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es gibt die Möglichkeit, vor Ort Strom direkt zu vermarkten. Also wo die Bürger, die sozusagen an Windparks oder an Photovoltaikparks leben, einen gesonderten, einen billigeren Strompreis bekommen können. Diese Möglichkeit besteht. Und der dritte Punkt ist, dass die Kommunen und den Politik nicht zu diskreditieren. Das war sozusagen schon ein Punkt, wo man auch als Kommunalpolitiker sehr relativ viele noch Gestaltungsmöglichkeiten hat, dass mit den 0,2 Cent plus den 10 Euro plus das, was im Windabgabengesetz auf Landesebene leider in dieser Verwaltung nicht mehr gekommen ist, aber wo auch die Kommunen durchaus dann was bekommen. Und meine Vorstellung würde immer dahin gehen, dass die Ortsteile, die sozusagen davon am meisten betroffen sind, auch das meiste Geld dafür bekommen, dass in den Ortsteilen die Entwicklung stattfinden kann. Und deswegen, das ist einer Punkt. Aber hier war noch eine Frage zum Verfahren, wenn ich die Frage noch beantworten darf. Im Herbst wird sozusagen werden die Vorranggebiete ausgelegt. Jetzt weiß keiner, wie die Vorranggebiete, sagen wir, auf Flurstück scharf geschnitten sind. Das wird im Herbst passieren. Dann gibt es 3 Monate die Möglichkeit, dass Privatpersonen, Vereine, Bürgerinitiativen Stellungnahmen und Kommunen Stellungnahmen abgeben können. Und der Landtag entscheidet nicht über den Regionalplan. Der Landtag entscheidet auch nicht über irgendwelche Vorranggebiete, sondern das entscheidet die regionale Planungsversammlung. Wir haben in Brandenburg eine kommunal verfasste Regionalplanung. Und die entscheiden, und in der Regionalversammlung sitzen die Regionalräte. Das sind die Bürgermeister, das sind die vom Kreistag bestellten Regionalräte. Und die entscheiden dann über die Frage, wie sieht der Regionalplan aus. Und wenn sozusagen der jetzt ausgelegte Regionalplan, wenn es dort Änderungen gibt, angenommen, ihr Eigentumsgebiet fällt raus oder wird reduziert, dann wird das bearbeitet und dann findet nochmal eine Auslegung statt. Das Problem ist nur, dass wir 2032 die 2,2% ausgewiesen haben müssen und dass wir bis dahin aber die Risiken haben, dass ein Wildwuchs durchaus denkbar ist und dann kommen wieder die 10-12% Fläche ins Gespräch, die ja Hebeling in Ockermark auch hat, wo dann überhaupt, sagen wir, über Wildwuchs dann Windkraftanlagen gebaut werden können, wo dann ganz andere Leute unterwegs sind und wie Glücksritter, die dann versuchen, die Leute, die Kommunalvertretung, die Flächeneigentümer über den Tisch zu ziehen und deswegen sozusagen sind die sehr dafür, das Beteiligungsverfahren jetzt sehr ernst zu nehmen. Okay, vielen Dank. Ja, dann. Genau, also gesetzlich hat Thomas ja sehr schön erklärt und vorhin auch mit den Stromtrassen, die da sind, es dauert einfach zu lange, deswegen habe ich ja am Anfang auch gleich gesagt, die Anträge werden auf Eis gestellt, also so wie Sie gesagt haben. Ne? Oder ein anderes Beispiel ist, ich baue zuerst den Zug, habe den zu stehen und baue dann die Gleise. Das ist ja Ihr Beispiel, das ist genau das Gleiche, das haben wir gerade und deswegen ist Schluss jetzt. Ja? Also habe ich vorhin schon gesagt.
Das nächste Ding ist mit der Bürgerbeteiligung, mit den Gemeinden, mit den Leuten. Die Windkraftwerke, die jetzt stehen, da gibt es existierende Verträge. Also, und neue wollen wir ja nicht haben. Also brauchen wir jetzt gar nicht erstmal weiter drüber nachdenken, außer beim Repowerment kann man nochmal drüber sprechen, dass man beim Repowerment die Gemeinden und die Bewohner, die da in der Nähe sind, dass man die dann nochmal davon profitieren, dass direkt profitieren ist. Aber ansonsten gibt es alte Verträge, da kriegen wir nichts mehr rausgezogen. Und neue Windkraftwerke wollen wir ja. Wir haben ja. Und das Ding ist ja, nochmal als Argument, wir haben hier genug Flächen. Also wenn man es hochrechnet, es gibt noch keine genauen Zahlen, ich hoffe, die kommen in den nächsten Wochen, aber wir haben über 4%. Ne? Und dadurch sind wir ja eigentlich durch mit diesen 2,2%. Und dafür gibt es dann halt die Vertreter, die Bürgermeister, den Kreistag, die Landtagsabgeordneten, dass die sagen, hey Leute, das ist hier alle da, berechnet das vernünftig, bezieht alle Bereiche mit ein und über mehr brauchen wir ja dann noch gar nicht sprechen. Das ist jetzt das, was am Anfang ist. Ne? Genau. Das nächste Ding, muss als Schluss nochmal, ich fand es auch gut, das ging jetzt auch durch die Presse, Ebi von der Moorscheune im Bogoro, der war auch die Veranstaltung in der Karstädter Ecke und da wurde halt auch gesagt, dem Investor, naja, er hat jetzt hier schon so viel Geld und so viel Zeit investiert, also er gibt jetzt nicht auf. Und daraufhin sagte Ebi, der da ja, Gaststättenbetrieb macht, ne, also eine schöne Anlage hat, der sagt auch, ja, ich habe ja auch jahrelang, 15 Jahre lang Zeit investiert und Geld. Ne? Also ein Investor sagt das, aber das gilt ja für uns alle. Also die, wir hier in Berlin wohnen. Und die Leute, die dann nachher auch, jetzt gucke ich alle, die Leute, die dann nachher ein Windkraftwerk in der Nähe haben, da verlieren ja auch die Grundstücke an Wert. Ne? Du musst es ja gar nicht mehr los. Da wo Tagebau ist, Braunkohletagebau, da gab es Ausgleichszahlungen. Ja? Also da gab es eine Entschädigung. Aber das ist der Schritt, den Schritt haben wir ja noch gar nicht. Wir wollen ja keine neuen Windräder, wir wollen ja erstmal sagen, jetzt Schluss, wir haben genug, jetzt sind erstmal andere. Entschuldigung, wir können gleich gerne noch in den Dialog gehen. Danach läuft nicht unbedingt gleich jeder weg. Wir wollen jetzt nochmal. Eine Antwort. Nein, wir können Ihnen ja gerne nochmal die SPD-Förderung so, die Dame in Schwarz. Bitte. Und die SPD, weißt du nicht, wo das sind jetzt andere da. Die Dame. Vielleicht möchte ich mir erstmal vorstellen, ich komme aus dem Amtsbereich Mainburg. Und in Mainburg, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, 200 Windräder. In unserer Gemeinde Marienfels haben wir mindestens 60, es sollen noch mehr dazukommen, werden direkt dicht an der Stebnitz gebaut mit Rüttelstocksäulen, wenn Sie das kennen. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Die Windkraftanlagen werden uns ja verkauft in Politik, im Fernsehen, im Radio. Sie haben ja eine Nennleistung von 7-8%. Wie viel produzieren Sie denn im Jahr? Wissen Sie das? Wie viel Strom wird denn von den 7 oder 8%, 5 oder 6 sind es wohl inzwischen, wie viel wird denn davon produziert? Es wird gesagt, wir haben 10 Windkraftanlagen, davon können wir 50 Haushalte ganz Jahr über versorgen. Können wir nicht. Okay, das können wir nicht. Wir würden jetzt noch ein, zwei andere Fragen nehmen und dann zur Beantwortung. Wer hier mit dem Stück? Ja, ja, ich habe mich schon etwas länger gemeldet. Also ich bin von der Bürgerinitiative Groß- und Kleinbahnhof, sprich zur Gemeinde Karstädt zugehörig. Ich finde es also sehr, sehr schön, das ist meine dritte Veranstaltung innerhalb einer Woche, bin ich also gern gekommen, wenn man erstmal die Gelegenheit hat, Fragen zu stellen. Ich denke, hier ist vieles richtig gesagt worden. Das Pferd von hinten aufgezäumt, habe ich jetzt auch nochmal gesagt, möchte ich nicht. Ich habe eine konkrete Frage nochmal. Erstens, oder eine Feststellung, die Zustimmung zu der bisherigen Energiewende ist doch, da bin ich fest von überzeugt, mit anderen auch, gekauft worden von den Energiekonzernen zu bestimmten Mandatsträgern, tut mir leid, wenn hier einige anwesend sind, wie gesagt, die sich verweigert haben und für uns in unserer Bürgerinitiative, da habe ich mehrmals schon darauf hingewiesen, ist die Verschwendung von Steuergeldern der einfachen Bürger, wo ich glaube, wir die Mehrzahl hier dazuziehen. Das ist meine erste Feststellung. Die zweite Feststellung geht an Herrn Adam. Sie sind ja schon seit längerer Zeit in der Gemeindevertretung tätig und auch im Kreistag.
erklären Sie mir bitte, wie es sein kann, dass im Schnellverfahren in der Gemeinde Karstädt, Sie kennen die Zahlen, brauche ich Ihnen nicht sagen, vom Oktober letzten Jahres bei der Großveranstaltung waren wir auch dagegen, wo es um Shell und andere Dinge noch ging, nicht nur um Windkraft, wie die Gemeinde Karstädt schon bei 8,6% der Erfüllung von diesem, jetzt, was wir gehört haben, bis 2027, wir sind immer noch bei 24, liegen. Und da sage ich Ihnen ganz klar, das ist alles im Schnellverfahren zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wir wissen aus Datenschutzgründen, kriegt man nicht viel, ich weiß mehr als manche denken, Punkt aus. Und das erklären Sie mir, wie Sie jetzt mit Ihrer Meinung Einfluss nehmen wollen, wo wir hoffen, mit der neuen Gemeindevertretung, dass sich hier was ändert und nicht bloß durchgewunken wird. Gebe ich eine ganz klare Antwort. Seitdem ich in der Gemeindevertretung bin, in Karstädt, habe ich für kein einziges Windprojekt gestimmt. Für nicht eins. Beziehungsweise meine komplette Fraktion nicht. Das waren andere Parteien, die dafür gestimmt haben. Die AfD-Fraktion hat alle Windprojekte abgelehnt. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, meine Sitzung nicht dabei. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Wir müssen manche Meinung noch einfach stehen lassen. Dann möchte noch jemand. Ich hätte noch eine Anmerkung und das stört mich auch. Ich hätte da gern insgesamt mehr Transparenz. Zum Beispiel, wer profitiert denn von so einem Windrad? Ne? Also es gibt ja jetzt schon Spekulanten, die kaufen Grundstücke auf. Also ich würde gerne wissen, wie viel Ertrag hat derjenige, der da ein Windrad draufsetzen lässt? Der lässt ja meistens was draufsetzen. Das muss transparent sein und wer profitiert davon noch? So, und dann sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon hatten. Ganz am Ende muss man dann gucken, wenn es so sein kann, wir haben ja geguckt. Wie kann dann die ganze Gemeinde direkt davon profitieren? Aber erstmal muss es transparent sein. Wer kriegt da wie viel raus? Zwei Zahlen dazu. Wir bringen nach 75.000 im letzten Jahr pro Windrad und jetzt sind wir bei 140.000. Da fällt ja nichts mehr zu ein. Das sind genau die Momente, weswegen alles immer länger dauert, wo wir der Zeit nicht hinkommen. Die Frage, welche Erträge aus den Windkraftanlagen bei den Kommunen angekommen sind, da gibt es jetzt eine kleine Anfrage im Landtag, die könnte ich gerne berücksichtigen zur Verfügung stellen. Da könnte man mal daraus entnehmen, welche Kommunen hat viel Geld bekommen aus den Windkraftanlagen, die sozusagen abgabepflichtig sind. Punkt 1. Punkt 2, weil die Frage kam, wer bekommt von den Konzernen irgendwelche Gelder und Spenden. Also die Linke bekommt 0 Cent von Konzernen und wir nehmen auch keine Konzernspenden an. Ich muss mal jetzt sagen, meine Frage wurde nicht beantwortet. Wie viel Prozent Strom wird von einer Windkraftanlage produziert im Jahr? Das hätte ich gerne mal von Ihnen gewusst. Ich weiß es. Und ich muss auch sagen, im Amtsbereich Weinburg ist Halenbeck. Die Windräder, das sind 16 oder 18 Windräder in Halenbeck, werden betrieben von den Stadtwerken München, die sich damit rühmen, sie haben ja erneuerbare Energie. Da kommt auch keine Idee mit erneuerbare Energie hin. Muss man so. Meine Frage ist noch offen. Ich kann niemals wegen der Nennleistung. Im Schnitt in Deutschland 90% der Nennleistung werden tatsächlich ins Netz eingespeist. Genau so ist es. Ich habe jetzt gerade einen Bericht gelesen über in der Ostsee, also im Meer sind es 30% an Land sind es 25% der Nennleistung. So viel, wir haben zu Steuerverschwendung. Wir haben dieses Thema, wir haben es ja schon alles thematisiert. Wir müssen ganz einfach jetzt auf die Uhr gucken. Ich weiß, dass viele noch Fragen haben. Sie müssen nicht nach Hause gehen, aber den offiziellen Teil, das haben wir uns fest vorgenommen, den beenden wir um 20 Uhr. Hat nicht ganz geklappt, aber ein bisschen geklappt. Von daher möchten wir jetzt die Fragerunde beenden. Bevor alle noch einmal einen Satz sagen dürfen, möchte ich mich bedanken bei der Stadt Perleberg, dass wir hier das Podest haben. Denn wenn wir das nicht bekommen hätten,
hätten Sie die Kandidaten längst nicht so gut sehen können. Von daher herzlichen Dank, auch vielen Dank. Ich glaube nicht, dass er gekommen ist, um auf zum Desk aufzupassen. Ich glaube, er hat die Ohren aufgespitzt, denn wir haben ihn ja schon in der Sitzung aufgelauert und mit unseren Fragen ein bisschen alles so durcheinander gebracht. Und ich hoffe, er konnte ein bisschen was mitnehmen, denn das Thema ist ja nicht weg, auch wenn wir die Veranstaltung hier beenden. Das Thema haben wir ja jeden Tag hier, wenn wir am nächsten Sitzpark vorbeifahren. Ne? Und wenn dann der Regionalplan ausliegt und ähnliches mehr. Bevor jetzt wirklich die Schlusssätze kommen. Ich weiß nicht, wie das mit der Energieversorgung dauerhaft ausgeht und auf welche Art wir tatsächlich den Strom, den wir aus der Steckdose holen, geliefert bekommen. Ich kenne aber den Satz des guten Kaufmanns: Packe nie alle Eier in einen Korb. So, also nie nur Windkraft und noch ein Windpark und noch ein Windpark, und es funktioniert ja eh nicht, sondern ein bisschen Vielfalt ist auf jeden Fall nicht so verkehrt wie die Einfalt. Denn bei Vielfalt ist vielleicht noch etwas Gutes dabei, auch wenn man nachher sich von zwei oder drei anderen Sachen verabschieden muss. Also von daher hoffe ich, dass jede Regierung, ob auf Land oder Bund oder welcher Ebene auch immer, die EU dürfen wir auch nicht vergessen, dass bei denen so viel Vernunft durchkommt, dass sie die Vielfalt sich angucken und irgendwann das Allerbeste daraus machen. Im Moment bin ich zwar nicht so ganz hoffnungsvoll, aber ne, Wunder passieren ja doch immer wieder. Und auf dieses Wunder warten wir jetzt. So. Und wer nicht auf das Wunder warten, jetzt nehmen wir die Reihenfolge rückwärts, der Adam einen Satz und dann gehen wir die Reihe durch. Und dann unterhalten Sie sich im Grüppchen, machen Sie noch was draus. Bei Ihnen ist so viel Know-how, soll ja nicht verloren gehen. So, ich werde es ganz kurz machen. Im Mittelpunkt muss die Lebensqualität der Menschen stehen. Punkt. Ende. Ich bitte, dass der neu gewählte Landtag Einfluss nehmen wird auf die Novellierung des Bundes-Naturschutzgesetzes, dass nicht noch mehr weiter aufgeweicht wird und noch mehr Wälder abgeholzt werden. Ja, ich werde mich mit Ihnen gemeinsam dagegen verwehren, dass hier in Rosenhagen, Burghagen und Hübo eine schwachsinnige Windkraftanlage gebaut wird. Ja, Ausbau erneuerbarer Energie, ja, aber sozial gerecht und umweltverträglich und Potenziale hebend und das hier in der Kommunikation, was viel angesprochen ist, dass man da einfach von vorne besser wird. Dann würde es auch, glaube ich, viel mehr Akzeptanz in der Bevölkerung geben können. Absolut nicht, aber doch der eine oder andere könnte mal mit einer besseren Kommunikation. Danke. Ich habe auch viel populistische Aussagen gehört heute und habe Respekt für die beiden neben mir, dass sie wirklich auch Aussagen vertreten haben, die jetzt nicht so mehrheitsfähig sind. Und wünsche mir einfach, dass wir einen ehrlichen Austausch haben und ich wiederhole mich, also wir haben von der Fläche her, von den Prozentzahlen her, wir haben genug und da müssen wir dranbleiben, alle zusammen, dass wir das dann auch allen mitteilen und das dann auch so durchziehen. Ja, und ich biete ausdrücklich Unterstützung und Zusammenarbeit im Beteiligungsverfahren an. Weil ich glaube, das ist ein schwieriges Thema und da kann man vielleicht die Kompetenz eines Abgeordneten mitgebrauchen und vielleicht auch die Möglichkeit nutzen, die man hat, mit kleinen Anfragen und so weiter, durchaus also die Zusammenarbeit und die Kooperation mit den anderen. Sollte hier eigentlich gar nicht mehr stehen, aber ich hab was ganz Wichtiges vergessen. Einmal wünsche ich allen auf dem Podium ganz viel Erfolg, Sie für Gordon Hoffmann, aber allen wirklich viel Erfolg. Es wäre schon schön, wenn wir die im Landtag wiederfinden, da wissen wir schon mal, wen wir da so haben und können dann unsere Interessen konkret bei einzelnen Gewählten vertreten. Aber darum ging es mir gar nicht. Wir haben für Ebeling, wir haben ihm versprochen, dass wir seine Fahrtkosten ersetzen und da haben wir so ein Sammelglas hingestellt. Wir sind ja in der Kirche nicht? Und am Ausgang steht immer ein Sammelbecher. Wenn jemand von Ihnen zufällig was in der Tasche hat, lassen Sie noch ein bisschen was hier. Er macht alles ehrenamtlich und dann soll er wenigstens sein Benzingeld ersetzen.